Und der Gegner lebt noch. Generics geht in Deckung. Hat kein Painkiller drin. Geht jetzt runter, läuft deine Gegner rein, versucht das mit Feuer und dann schafft es! Muss sich ganz schnell gegenhealen. Ja, mit den Level 1 EOD-Accounts, die uns von Battlestate Games zur Verfügung gestellt sind, haben halt alle dieselben Voraussetzungen wirklich. Also alle Level 1, Bear oder Yusek ist jedem selbst überlassen. Macht nicht wirklich einen Unterschied, weil wir haben halt die Aufgabe auch drin, töte einen PMC. Entweder mit 5er NATO-Kaliber oder 5er AK-Kaliber. Da haben wir dran gedacht. Einfach alles mitnehmen erstmal. Fedora, du kannst echt ganz chillig machen, ne? Wer sehen möchte, Ausrufezeichen Tag 2. Ne, mach ganz entspannt. Oh, da kommt schon Steps. Bei Generics kommt er in die Hütte rein. Generics mit dem ersten Kill eventuell. Gibt keinen Laut von sich. Geht jetzt vor. Im Schnee hört man jetzt die Steps. Und der steht draußen und wartet. Kommt langsam rein. Wird er in seinen Tod laufen? Generics hockt sich wieder hin. Nee, er traut sich noch nicht. Hat er Generics gehört? Generics. Geht jetzt raus gegen den PMC und geht down. Nein! Meine Waffe klappt ein, seine nicht. Natürlich. War vielleicht ein bisschen zu ungeduldig. Generics mit dem ersten Tod hier heute Abend. Und Quadix an der Shooting. Nicht, ganz nach vorne gehen kann. Range. Okay, ist hinter ihm nicht eigentlich da, wo man... Glaube, seine Waffe so quasi anlegt. Reichen, oder? Ja, also da muss man halt einfach ein Magazin reinbraten. Ja, zack. Bam, bam, bam. Man muss nichts treffen, einfach ein ganzes Magazin leeren. Fertig, Aufgabe abgeschlossen. Wo ist denn die Aufgabe? Zweite Reihe, zweites Feld. Aber er muss noch überleben, sonst zählt's nicht. Natas. Boah, sehr leise. Okay, wir haben immer einen dabei, der leiser ist als die anderen. Ja, war hinter dir, bist du halt vorbeigelaufen. Ja, ich weiß, lass mich erstmal meine Route machen. Leute, denkt ans Giveaway, ne? Ausrufezeichen Ticket. 4 Trial Keys werden heute verlost. Sponsored bei BSG. Morgen gibt es wieder einen Standard-Account. Standard-Key. Auf dem Weg zum West Wing. Oder dürfte der West Wing sein hier, ne? Shiri? Regie? Shiri? Ui. Ich glaube, Regie hat kurz Nathas lauter gemacht. Nein, danke. So, Ehre. Dankeschön. Ja, unten läuft er. Und Nate ist gut drauf. Und kann da sein erstes Dogtag eventuell safe. Nun hat einen Headshot getankt. Hammer. Kopf bisschen rot und schwindelig gespielt. Der erste. Wenn das auch sein erster Kill war, kann er eventuell sein Gear komplett switchen. Und das ist gut. Hat auch einen Packer-Kill gemacht. Muss, glaube ich, überleben auch mit dem Packer-Kill. Da ist noch, das ist nur ein Scav. Tauscht er das Gear komplett? Du kannst das gesamte Dings Gear austauschen, ne? Behältst du das? Was? Tauscht dein gesamtes Gear gegen ihn aus, dann hast du Dings die Quest schon. Er muss danach dann noch einen PMC-Kill machen, wenn er das Gear tauscht mit dem Kill, den er gerade gemacht hat, den ersten. Achso, könnte ich eigentlich theoretisch machen. Hast recht, ich habe ja schon den Packer-Kill auf jeden Fall. Packer-Kill ist safe, nice. Dogtag hat er jetzt nicht in die Pouch gepackt. Und Quadix am K-Exit. Gucken, dass er keinen Run-Through hat. Oh, schießt dann nochmal erst auf die Leiche und dann auf den Scav. Gönnt sich hier auf jeden Fall ein paar Scavs.
Insgesamt 30 Scavs müssen über die gesamten 3 Stunden gemacht werden, um eine Aufgabe abzuschließen. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Tauscht das komplette Gear mit seinem ersten Kill. Wenn er jetzt noch einen PMC-Kill macht. So, eigentlich dann auch die Waffe auch tauschen, oder nicht? Ja, ja. Du kannst auch mit Fountain Raid. Ich weiß nicht, ob das aber auch dazu geht. Nee, im Prinzip nicht, dass der PMC mit reingerannt. Nice. Boah, bin ich gespannt, das hat gestern keiner geschafft. Ich kann ja so lange meine Waffe nehmen, bis zum Extract. War gestern schon drin. Und dann hab ich all seine ganzen Items. Geht auch. So lange kann ich mit Enemy spielen. Könnte ich aus seinem Magazin. Hat eine AK. Ja, hast du 7er Kaliber. Aber macht sich da auch nochmal das M4 Magazin voll. Aber für den Fall der Fälle. Mein Helm eigentlich, ne? Drop deinen Helm? Ja, später drop bestellen zum Ausgang. Würde ich das nicht machen. Ich will auch irgendwie kein Medizin usen. Ehrlich bin. Hat ein bisschen Schaden gekriegt. Sieht man leider nicht wegen seiner Cam. Nee. Schauen wir mal, meine Mods checken ja alles mit. Ist immer noch rot. Immer noch? Oh. Ich wollte mich fast hin. Und geht jetzt wieder raus. Ist ready, um weiterzumachen. Guck mal, ob der gute Sniper-Skiff am Start ist. Abzuschmettern kann ich den easy. Ja, wenn er leise redet, ich kann das Spiel nicht noch lauter machen. Dann fetzen uns die Ohren weg. Weil das Spiel ist laut. Das ist nicht so geil. 80 Meter wird natürlich scheiße. Alle Teilnehmer hier, die heute am Start sind, haben auch Drops aktiviert. Wenn ihr darüber gehen wollt, lasst gerne ein Follow da. Und supportet hier die 3 Boys heute Abend. Boah, das Sniper-Scape erkennt man gar nicht von hier. Alles sehr, sehr neblig. Du kannst doch blind reinschießen, machst du doch auch in den PMC-Fight. Ja, nee, ich seh den ja noch nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wo der ungefähr steht. Du siehst halt gar nichts. Also klar, oh, Generics in der neuen Runde. Gibt's extra Punkte, aber dann geht's nur noch um die einzelnen Kacheln. Ganz genau. Oh, wo bin ich denn hier jetzt? Hallo, bin ich. Boah, muss ich gerade auch überlegen. Die neue Umgebung. Muss man sich erstmal komplett dran gewöhnen, wo man das spawnt. Ah, an der Radarstation, okay. Ja, Wetterstation. Hab ich was für Wetterstation? Wetter. Nee. Brauchst du Scavs, ne? Du musst insgesamt 30 Scavs töten. Hab noch nicht eingesehen. Eine Katzenfigur, okay. Und... Gibt es einen Trick, wie man Peacekeeper die 11k voll macht? Was war das noch? Ich mach's immer mit Pistole kaufen. Eine Pferdefigur, dabei. Eine Katzenfigur finden und rausbringen. Es gibt diese Flash Drives. Aber zum Tresor will er wohl nicht gehen. Da SSDs und da auch. Geht Richtung Resort. Ich fühle mich echt kalt mit der Umgebung hier. Eine Aufgabe ist auch, über das neue Feuerwehrauto in den East Wing zu gehen. Wann man welche Aufgabe macht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber man sollte sich wirklich so früh wie möglich überlegen,
welche fünf Felder man kombinieren möchte. Da hat man, glaube ich, die besten Chancen. Das ist ein sehr beschissener Spawn gerade. Quadix. Alter, dieses Prapor-Cosplay macht mich komplett fertig. Scheiße, was machen wir jetzt? Hier habe ich keine Mats. Ich kann eigentlich nur ins Resort für Mats. Also entweder mache ich so einen wie eben, dass ich schnell wieder beim Auto rausgehe. Er sucht, glaube ich, die Scavs. Halt auf jeden Fall auch Scavs. Ich kann erstmal versuchen. So, er hat auf jeden Fall Shooting Range und überlebe und benutze einen Raid, keine Medics. Hat er auch fertig. Sind beide nebeneinander. Nate ist an der Shooting Range. Was das geil ist, da oben ist Dings, Feuerwehr. Ich glaube, die Feuerwehrleiter kommt da immer hoch. Haut sein ganzes Magazin da raus. Und wenn er das jetzt überlebt, hat er die Aufgabe abgeschlossen. Er hat jetzt natürlich den Vorteil, er hat einen Schalldämpfer auf seiner Waffe. Ne, da war natürlich so ein bisschen der Gedanke, yo, ein ganzes Magazin laut abfeuern. Und dann musst du halt überleben. Vielleicht hören dich halt auch andere Gegner, ne? Das Auto ist da, ist ein neues Gebiet mit guten Loot, gerade so Technikkram. Ah, er geht aufs West Wing, essen und trinken auf dem Dach. Okay. Ist auf dem Dach, isst was. Muss er danach überleben? Glaube nicht. Muss er nicht einfach nur essen und trinken auf dem Dach vom West Wing und damit abgeschlossen. Guck mal, hätte sogar was gestanden zum Trinken. Hat jetzt den großen Mechanismen-Rucksack mitgebracht. Mal gucken, ob er vielleicht auf die 50 Kilo Übergewicht gehen will. Wechsel zu Natas. Ja. Geht Richtung Road to Customs. Bisher alles noch relativ ruhig auf den Maps. Strichpunkt mit lila Items oder so, wenn du willst. Oder kann man das auch später zusammenzählen einfach. Ja, später zum Schluss. So, mein Helm muss ich wegschmeißen. Kann ich, das ist halt die Frage, kann ich eigentlich meine Helme auch einpacken einfach nur? Ich glaube, die haben die Aufgabe mit dem Geartausch nicht richtig verstanden. Zählt, ne? Ja, du hast es ja getrainiert. Du benutzt es ja nicht. Ich hoffe, er schmeißt den Helm jetzt nicht einfach so random weg. Das ist meine M4, meinst du, die kann ich auch mit, aber die musst du halt wegschmeißen. Und wir wechseln einmal zu Generics, der hier mitten im Scaffight im Resort ist. Oh, macht er den Mini-Kill? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Scav geht nicht down! Okay, hat er. Ja, der Minikill hat er jetzt echt früh gemacht mit der AVS-Weste. Ist auch eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und der Minikill ist halt in der Mitte der Karte. So. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Jetzt kann er in alle Richtungen diagonal, senkrecht, horizontal gehen. In der Mitte aus. Wo ist der? Aber das war irgendwie schon wieder ein bisschen zu spannend gerade. Feuerwehrwagen? Da hätten wir den kleinen Futterhäuschen. Obwohl mal Essen und so drinnen liegt. Was soll ich mal? Hausmeister. Das Hausmeister? Rechts den Scav. Hat er fast nicht gesehen. Granate. Scav hast du eben gemacht, hab ich gesehen. Hm. Doch keine Granate. Er hat, glaube ich, Granate geschrien. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Alter, die Scavs wollen einfach nicht sterben. Nächste Aufgabe, übers Feuerwehrauto ins Resort zu steigen. Hat er damit auch so, abgeschlossen. Man kann natürlich nur links rum, ist ja logisch. Nice.
schön den Thorax weggemessert. Die Frage, wofür steht AO und APR in einer Bingo-Karte? AO ist all over, also über die ganze Zeit, und APR ist in einer Runde. Das hat er sich auf jeden Fall schon mal gemerkt. Sehr nice. Einfach für Vendor-Geld. Kann ich ja wegwerfen. Quadix wieder am Start. Besser mit irgendwas für einen Vendor rausgehen als ohne. Ich hab eh Übergewicht. Das macht keinen großen Unterschied. Schränke für lila Items. Ich denke nicht, dass ich darauf gehen werde. Boah, lila Items sind eigentlich relativ. Ich kann die Sanitar und Guard töten. Relativ einfach. Aber ich krieg dann. Also er hat eigentlich schon zwei von einer guten Reihe, lootet zwei Stims und Extractor geht. Tötet zwei Sniper-Scavs in einer Runde geht auf jeden Fall. Und tötet 30 Scavs overall. Viel. Dauert halt. Das ist die einzige Quest in der Reihe, die halt lange dauern könnte. Ist, da könnten dumm. Die anderen beiden ihn natürlich überholen mit ihren Bingos. Aber das muss man. Da muss man sich jetzt irgendwann langsam festlegen. Jetzt am Panzer beim E-Werk. Ich denke mal, er will auf die Sniper-Scavs gehen. Sind die 15 Einrate? Ne, Overtame. Ja, das gibt dann auch noch Bonus-Points. Ja, kann man nebenbei noch mitmachen, aber ich habe gerade anderen Fokus. Geht ja quasi. Ich darum, bin gespannt, wo die anderen beiden gleich drauf gehen. Hinbekommt. Wann sich das rauskristallisiert. Keine Sniper-Scavs zu sehen am E-Werk. Das sieht schon mal nicht gut aus. Und hier wurde auch schon ein bisschen sauber gemacht anscheinend. Doch, sind Drops. Bei Generics Stromausfall? Feierabend. Stromausfall bei Generics. Ist keine Bingo-Aufgabe, weg ist er. Nice. Meine Face-Lichter sind ausgegangen. Die Face-Lichter sind ausgegangen. Ich sag da jetzt nichts zu. Generics auf dem Weg zur Shooting Range. Geht er vielleicht schon auf Overweight? Wir können halt leider nicht sehen. Wo ist denn die Shooting Range? Was er da hat. Linke Hand. Wie viel Kilo? Mal reinläuft. Ein bisschen zu weit links. Ja, die PMC-Lichter sollten anbleiben. Die sind leider schon bei ihm einmal aus gewesen. Raum am Wald lang quasi und dann läuft auf die Shooting Range zu. Also in die Richtung her. Oh, er kennt das neue Gebiet anscheinend noch gar nicht. Am Wald lang rechts. Pass auf, da sind Minen. Ja, okay, jetzt sind alle verwirrt hier. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Ein bisschen Verzögerung streamtechnisch und so, ne? Linke Hand, wenn du reinläufst. So, wenn ich links und jetzt habe ich hier einen Zaun. Nee, nee. Du musst schon Richtung das neue Gebiet rennen. Zu welchem Team gehört Gebiet? Generics? Das geht noch weiter. Lauf nicht zu tief im Wald, dann gibt's Granatatut. Wer hat Generics gepickt? Da Richtung Schwimmbass musst du rein. Ah, zum Team to Twisted, alles klar. Dann läufst du direkt rein. Scav vor ihm. Alter, er sieht den Scav nicht, oder was? Hey, ich habe auf Bingo-Karte geguckt. Und noch ein Scav an der Shooting Range. Jetzt sofort das ganze Magazin da rein!
Ey, er macht's heute aber auch spannend! Warte mal, ich kann das ja hier machen. Dann ist das Mac ja direkt leer. Aha! Das passt. Oh, extract. Wie kann ich denn am besten von dir extract? Ich kenne die neuen nicht. Mein Geld scheint da nichts dabei zu haben. North, Climbers Trail geht nicht. Pier Boot. Hast du Geld mit? Ja, natürlich nicht. Ja. Generic Cyberlord 2023 am Start. Also muss ich jetzt Richtung. Der feiert die nächsten Tage erst rein. Hallo. Er sitzt auch einfach im Dunkeln. Also, das heißt, er killt mich wirklich komplett! Path to Lighthouse, richtig? Climbers Trail, genau, ich hab Red Urban nicht. Millikill haben wir gesehen, ja. Der schmeißt gleich Böller durchs Zimmer, damit er ein bisschen Licht hat. Oh, ist doch schon wieder geil. Quarix. Quapor. Oben aus dem Fenster. Oh, sieht er gut und holt er gut. Der hat. Nee, der lebt. Der lebt. Oh, das sind mehrere. Jetzt die Frage: Was ist das? Geht da rein? Geht da nicht rein? 8 Dogtags sind zu holen über 3 Stunden. Oh, wenn man die Aufgabe machen will. Den einen habe ich down. Weil ich sollte nicht das Risiko eingehen, mein Loadout zu verlieren. Es müssten noch 2 sein. Ich glaube, den im Fenster habe ich gedroppt. Aber ist mir zu high risk. Scheiße. Vielleicht auch ein Resetti. Macht dann Resetti? Oder will er versuchen, weiter was zu machen? Die halt 2 Stims. 2 Stims könnte er machen. Ob hier noch welche sind. Kann man finden, auf jeden Fall. Noch kristallisiert sich auf seiner Karte nicht heraus, welchen Weg er einschlagen wird. Aber overall ist es wirklich viel ruhiger als gestern. Aber ist wahrscheinlich auch der Karte geschuldet. Island, kein Glück. Absolut nix. Unten an der Straße laufen immer Scavs. Außer wenn man sie braucht. Wo ist denn das Wasserwerk? Sag mal, mit dem Schloss. Einfach ein bisschen weiter rechts. Durch diese Schneebedeckung muss ich erstmal schnallen, wo du bist. Ja, genau, weil dieses Schnee ist schon ein bisschen irritierend, wenn ich ehrlich bin. Meine Position nicht einschätzen. Ich glaube, ich wäre hier auch schon 50 Mal bei Minen gelaufen. Also ein X müsste da gleich wieder verschwinden bei Nathas. Das mit dem Giertausch ist so nicht ganz richtig, wie er das gemacht hat. Weil man muss das Gier tauschen und dann einen Kill, einen PMC-Kill machen. Rapor-Lock. Ja. Ich mein, war das Sniper Scaff ein Headshot? Nee, ne? Ja, doch, einmal ein Headshot muss sein. Erziele ein Scaff Headshot, mindestens 80 Meter. Und töte 2 Sniper. Versucht über Ironside mit der M4. Hat er sich hingelegt oder habe ich ihn getötet? Ist die Frage. Ich glaube, der hat sich hingelegt. Kann man halt auch nicht sehen. Nee, das ist auf jeden Fall auch 2 Kreuze wie Quadex in Reihe Nummer 2 und ganz unten rechts. Den Packerkill hat er auch fertig. Umso besser. Ich hab ihn aber, glaube ich, nicht gekillt. Ich weiß es nicht. Aber ist das schwierig, Ironside mit der M4. Ja, stimmt halt auch. Ich glaube, nee, der kommt, der lebt noch.
Du kannst noch näher. Nee. Also. Nee, das ist er gar nicht. Bruder, man erkennt es aber gar nicht. Der Waffe dann. Ich guck auch mal wegen 80 Meter nicht so schnell drücken. Ja, ich hab den getötet. 54 Meter. Ein PMC-Kill. Nice. Was hab ich? War auch hinter einem Skip. Ich sag mal, eins der schwierigsten Parts hast du schon hinter dir. Heal, ohne Heal. Oh, wenn er auf den Millikill gehen eventuell, dann könnte er dritte Reihe von oben reinmachen. Auf dem Weg ins Resort. Da könnte man einige Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Bisher an Tag 1 gestern. Die Topscorer Acid und T-Dog mit 19 Punkten rausgegangen. Und bei Nathas laufen zwei. Auf ihn zu. Der erste läuft an ihm vorbei. Macht's, aber er kriegt ihn nicht down. Und er läuft weg. Dahinter ist, glaube ich, noch einer. Dreht sich jetzt um und Nathas geht down! Okay. Nathas geht down. Alright, Bruder. Krass. Es sah eigentlich aus, als wäre er gut da drauf gewesen. Sterben konnte er auf jeden Fall nicht. Ne, den Scuff habe ich nicht gekillt. Oh, gar nichts gemacht, die Runde. Guck mal, wie viel er getankt hat. Alles getankt, wahrscheinlich auf dem Helm. Helm getankt, Rüstung getankt. Und Generics geht mit der Packer in den Raid. Hat wieder Licht anscheinend. Nice. Alle gerade draußen? Ich glaube, alle sind gerade draußen. Hi, Lux, mein Bester. Wie geht's dir? Grüß dich. Mit Medics haben alle wir alle draußen. Mit der Waffe haben wir schon. Scaff Minikill ist ultra easy. Ich glaube, er macht die dritte Reihe oder so. Senkrecht. PMC-Kill mit Schrotflinte ist machbar. Und PMC-Kill mit einer Fountain. Am besten einfach. Ich muss ja auch nicht überleben. In der Theorie kann ich eine Shotgun von Scaff nehmen. Ein PMC damit töten und hab dann schon zwei fertig. Ist das richtig? Es ist absolut richtig. Die Brille, die da noch hängt. Weil, wenn das so weitergeht mit den Scaffs, wird das schwierig. Das wäre richtig. Ich glaube, er geht dritte Reihe senkrecht. Kann ich mir vorstellen. Alle sind jetzt im Matching. Und wir sitzen hier. Dann Shotgun looten, PMC kill, bingo. Ja, wäre auf jeden Fall PMC mit einer Schrotflinte und ja, das mit ein Kill mit einer Fountain Raid Waffe. Könnte, also wenn er das schafft, wäre natürlich huge, ne? Wie viele Scaffs haben wir jetzt? Danke, Lux, mein Messer. Ein. Vielleicht müssen wir den Plan ändern. Am besten setzt man also sich halt auf eine Fünferreihe fest und danach macht man halt die einfachsten Aufgaben so schnell wie möglich. Welche Reihe würdet ihr machen? Gerade bei Quadix kann man die Karte gut lesen. Ich guck grad, was man hier noch machen kann. Bei der einen Reihe fuckt mich halt Sanitar und ein Guard töten ab. Das ist schwer, besonders weil er auch nie da ist. Das ist schwer, das stimmt, ja. Vergessen. Die Reihe mit Sanitar. Auch dieselbe Reihe? Ich glaube, er überlegt immer noch, ob er die dritte Reihe senkrecht nimmt überhaupt. Ich bin gespannt. Also wir werden auf jeden Fall dieses Bingo-Event nochmal machen irgendwann in der Zukunft. Ja, safe. Weiß, aber trotzdem, ich glaube, schon das ist sehr, sehr geil. Und das Beste, die Shoreline ist jetzt gerade ein bisschen ruhiger natürlich. Jetzt sind doch alle im Waiting, im Matching. Er wollte zwei waagerecht machen. Der Schrotflinte und der Fountain Raid Waffe. Ja, 30 Scaffs, das dauert halt, ne? Bis dahin kann ihn halt ein anderer überholen. Also drei senkrecht finde ich, glaube ich, am einfachsten. Ich bin gespannt, wir werden sehen.
Ich habe einfach eine Hochzeitseinladung gerade bekommen. Hashtag läuft bei mir. Danke, Epic, dankeschön. Hashtag läuft bei mir. Okay, Generics am Start. Mit Mili-Waffe ist das Messer gemeint. Oder Axt oder was auch immer. Eine Schlagwaffe. Ist am Pier gespawnt, orientiert er sich Richtung Tresore. Also Katze und Pferd interessiert hier irgendwie niemanden. Und da kommen schon die Shots auf Generics. Direkter Kontakt, direkt nach Spawn. Und er kommt langsam näher. Generics wartet ab. Wäre wichtig, er hat eine Packer an für den Packerkill. Springt hinter den Felsen, links am Busch? Nee, doch nicht. Und was wird er jetzt machen? Der Gegner zeigt sich nicht mehr und man hört auch nichts mehr. Auch nicht mehr, ne? Ja, klar. Klar wie Kloßbrühe ist er, ja. Tastet sich langsam ran. Man hört jetzt jeden Step im Schnee, das ist richtig geil. Also auch die Crouch-Steps, Generics, bisschen nach rechts, versucht zu umlaufen. Hat ein bisschen Deckung in Form der Bäume vor sich. Springt einmal so ein bisschen den Hügel hinauf. Aber wo ist der Gegner? Ist weg. Er ist nicht wirklich weg. Ist einfach weg. Der muss nach hinten weggesteppt sein und dann waren die Sounds weg. Was? Hä? Der ist einfach weg. Das wäre die Chance auf einen Packerkill. Oh, wo ist denn der Dude jetzt? Da ist er wieder. Jetzt hin. Ich glaube, das dürfte der gewesen sein, oder? Das war doch derselbe Shot. Was wird Generics in der Situation machen, ist die Frage. Das ist meine. Ich glaube, das ist eine Bolt-Action-Rifle. Sind die Shots auf Generics oder geht das da gegen die Scavs an der Straße? Oh, man hört wieder gar nichts. Gegen eine Bolt-Action-Rifle immer schwierig. Aber wenn er einen Schuss tankt, könnte er ihn holen. Kann man schaffen. Er muss nur den ersten Schuss wegtanken. Wenn er dran ist. Oder ausweichen. Die Shots sind auf ihn. Ja, willst du mich komplett verarschen? Wird er hier fallen oder wird er den Gegner holen? Hä? Hey, Koks. Er weiß nicht so recht, was er machen soll. Und da kriegt er den ersten Shot ab. Hat dann jetzt gesehen. Boah, mutig einfach hinterm Baum stehen zu bleiben. Halt instant den Thorax. Er muss vor ihm sein. Also der Schuss war jetzt richtig laut. Geht wieder vor. Aber sieht nichts mit dem Schulterblick. Vielleicht verschiebt sich der Gegner direkt wieder. Weg kann er da auf jeden Fall nicht. Extracten kann er da auch nicht, weil er da wahrscheinlich gespawnt ist.
Generics wird auf jeden Fall gerade immer näher rankommen. Wird es sich für ihn auszahlen? Oder liegt er gleich im Schnee? Traut sich nicht so richtig rüber zu schauen über den Hügel. Und man hört einfach gar nichts mehr. Der Gegner klar im Vorteil von seiner Position. Generics muss da irgendwie ran. Aber findet ihn nicht. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Was? Wie spielt der das? What? Muss auf seine Ausdauer ein bisschen aufpassen. Er zeigt sich einfach null. Also das ist ja ein komplett krankes Positionsspiel hier. Generics wechselt jetzt die Straßenseite. Muss in Bewegung bleiben. Ein Thorax-Shot hat er überlebt. Ja, und ich höre keine Steps von dem. Der ist halt wirklich extrem schnell weg, also. Liegt da was? Lag da gerade was an der Seite? Oder war das nur ein Felsen? Nie im Leben. Niemals. Der liegt. Ich glaube, der liegt da vorne. Generics lootet die Granatenkiste. 100% nicht. So, ihr gelootet hat er natürlich auch schon, ist ja klar. Ich glaube, ich habe da irgendwas am Wasser gesehen. Im Busch. Einen schwarzen Schatten. Das sah super weird aus. Der Typ ist nicht legit. Der habe ich nur nicht gekillt, damit keiner seinen Dogtag sieht. Boah, würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Vielleicht ist er einfach durchgezogen. Das ist ein Madback. Wechsel weiter zu Quadix. Das war sehr intensiv. Mit offenem Ausgang. Lootet ihr die Duffelbag? Oh, hat schon ein Stim, ein Propital gefunden. Wenn er jetzt einen zweiten findet, dann hätte er zweite Reihe waagerecht. 6. Nee, warte. 4, 6 Mad-Items. Okay, Mad-Items hätten wir. Zählt Seife als Medic-Item? 7-9 Raid, ne? Könnten wir... Ich könnte halt auch das Bingo-Random mit Keys hier machen, ne? Obwohl... Ich weiß nicht, schon sehr viel unter was sein. Die Seife läuft, aber ich glaube, die hat er gar nicht mitgezählt. Der hat dann noch Saleva, Arfak und so ein Kram. Hospital natürlich auch. Und da läuft jemand. Interessant, dass Quadix auch mit dem PSO 1 spielt. Schrotflinte, ist die found im Raid? Das wäre halt huge. Okay, die ist found in Raid, die Schrotflinte. Wenn er damit ein PMC holt, wäre das komplett Gigaplay. Danke, Lady. Aber ich glaube, er meinte gar nicht die Seife. Oh,
Warum bewegt er sich nicht mehr? Wartet ab. Und der nächste, von dem man nichts mehr hört. Nice! Dann können wir erstmal einen Schluck trinken. Fuck. Aus meinem schönen Shaker. Oh, Silence Shots. Silence Waffe. Die Chance für Quadix. Am Tunnel schießt irgendwas. Und da kommt noch ein anderer Spieler näher. Quadix gleich im Sandwich. Kriegt er da vielleicht sogar zwei hin? Die gehören nicht zusammen. Boah, wie geduldig, so kennt man Quadix gar nicht. Einer hinter ihm jetzt. Da kommt noch einer. Boah, sieht man da seine Waffe nicht? Versucht's. Scaff ist down. Muss wieder zu seiner Main-Waffe switchen. Das ist nur ein normaler Scaff. Aber wo sind die Spieler hin? Hat er den Einspieler geholt mit der Schrotflinte? Oh, er geht ja auf den Melee-Kill? Wo ist das Messer? Er zückt. Ah, das Messer ist hinter der Bingo-Karte. Okay. YOLO. YOLO! Schafft er. Er hat den Scaff Melee-Kill. Einfach mal kurz weggejolot. YOLO. Quapor. Oh Gott. Generics an der Shooting Range. Da vorne steht sogar ein Scaff. Den sieht er, oder? Ist das kein Scaff? Nee, das ist nur eine Puppe, okay. Magazin verschossen. Überleben muss er noch. Und Natas, da ist die Bingo-Karte jetzt auch richtig. Geht er ins Resort? Die erste Stunde ist gleich schon gespielt. Bisher sind noch nicht so viele Aufgaben abgehakt. Krieg ich den eigentlich auf die Schneller? Als Baby Foxy, was geht da ab? Warte mal, ich werde den, glaube ich, aber nicht von hier sehen können. Von hier oben. Aber bei ihm ist es ultra nebelig. Man sieht einfach gar nichts. Das sind doch locker 80 Meter hier, oder? Boah, wenn er den so kriegt mit einem Holo auf die Entfernung in dem Nebel, das wäre insane.
Es dürften schon so 80 Meter sein, vielleicht sogar mehr. Oh, ist der überhaupt da hinten? Nee. Ich seh den halt nicht. Der ist dead. Aber da bewegt sich gar nichts auf dem Dach. Nee, aber da ist wohl was. Da bewegt sich nichts. Aber der Sniperscape schießt. Der hat bessere Optik ohne Nebel. Der liegt wahrscheinlich. Die besten Drops, die geilsten Drops, die gibt's bei Quadix. Ausrufezeichen Tag 2. Ich will den aber echt gerne haben. Extraction. Und ist raus. Ich bin gespannt. Es ging danach weiter. Und es war... Okay, ich habe keinen getötet. Schade. Hä? Schade. Wieso steht denn da Headshot einfach und sonst so, nichts? So, dann hier ein Melee-Kill. Okay. Abhaken. Ach so, das war der Melee-Kill. Ja, ich wollte... Okay, nevermind, hab nichts gesagt. Die Spieler hat er leider nicht gekriegt mit der Schrotflinte. Alter, komplett lost. Das ist so ungewohnt, dass da keine Entfernungsangabe steht, aber ist auch schwierig. Generics. Wieder am East Wing. Hat eben die Runde nicht überlebt. Geht auch. Oh, ein Stim hat er dabei. Medix hat er dabei. Oh, Medix sogar einige gefunden. Oh, leider. Lila Ding. Ja, Ding. Lila. Leider kein East- oder West Wing Key. Sargustin ist auch lila. Zählt das auch? Nee, das lootet die Kasse, nimmt ein bisschen Cash raus. Ja, so langsam müssen die Jungs hier auf jeden Fall mal Gas geben. Das sieht bisher noch nicht so gut aus. Wobei es bei allen dreien irgendwie auch ausgeglichen ist. Das oben auf dem West essen und trinken, ne? Ja. Musste ich Survival dabei? Nee, ne? Nope. Orientiert sich zum West Wing. Ach, da kann man jetzt auch rüber. Holt sich den Scav da vorne. Holt sich noch ein. Und klippt erstmal nach. Ich brauche mal was zu trinken. Was zu trinken hat er nicht für einen West. Mal gucken, bei Generic stand eben was oben. Das erste Mal. Aber es ist krass, wie ruhig die Karte ist, so overall. Der ist ein Barter-Item. Okay. Kein Problem. Wenn ich halt hier was. Okay, lässt er liegen. Medical Supplies. Geht auf die Duffelbags. Für den Medic Stuff. Ein Teil braucht er noch.
checke hier nochmal alle Räume im East Wing. Er wird wahrscheinlich über das Feuerwehrauto eingestiegen sein und muss die Runde jetzt überleben, um den Punkt abzustreichen. Noch was zu essen gefunden. Ich weiß hier, in meinen Runden ist das im Resort auf Shoreline nie so ruhig. Das ist echt insane. Ein Scaffy, der wohl noch Richtung Ausgang sein, wa? Ja, hoffe ich. Was hat er da gehört? Ja, Quaddel weiß, wo er diese Fragen zu stellen hat. Das pack ich einmal, war es noch nicht ruhig. Und das ist nicht bei mir beim Chat. Dafür haben wir einen Discord mit allen Kanälen und seinen Mod. Komm, Max, steck mir dann gleich einmal alles easy. Inventar aufmachen, ne? Wechsel zu Natas, der ist wieder am Looten. 30 Kilo. Und ich glaube, er braucht noch was zu trinken. Fürs Dach oben. Ein Propital hat er gefunden. Found in Raid. Was trinken? Gilt auch Reinigungsmittel? Frag mal Spring. Slickers. Er hat super viel Essenskram, aber noch nichts zu trinken gefunden fürs Dach. Okay, ich hoffe schon mal, dass wir wirklich wir trinken. Und da hat er was. So, jetzt hier auf dem Dach gehen, trinken, essen und check die Sniper-Skills ab. Ja, ich glaube, bei ihm ist jetzt nicht mehr so neblig. Könnte er vielleicht von da oben holen. Quadix gegen die Scaps. Das könnten Meter gewesen sein. Obwohl wären eher so 70 ja, der war zu nah. Eins. Achso, das brauche ich ja gar nicht mehr. Hat er das schon fertig? Er hat eine Shotgun. Stim. Oh, Stim, nice. Schade, ja. Mal oben noch einen Safe, dann hau ich ab. Wieso sagt er, braucht das nicht mehr? Oh, Natas hat den Sniper-Scav geholt. Nice, dürften über 80 Meter sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es ein Headshot war, ne? Wo ist denn das mit den Medics unten rechts? Musste ich surviven, ne? What do you say? Musste ich surviven mit der Feuerwehrleiter? Yep. Warte mal, essen, trinken. Ja, 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 ins Resort Iron und Extractor, ja. Ja. Boah, soll ich einen Minikill riskieren, ey?
brauche aber noch ein Stim eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Such den Skeff aus, der eine Pistole in der Hand hat. Nicht gegen die Shotgun oder eine AK. Ja, das ist. Ja, guter Call vom Mod. Ich brauche noch ein Metzeug eigentlich. Stim findet der erstmal noch nicht. Hier gerade, wo haben wir denn noch so Servicetaschen? Ist Toss eine Shotgun? Ja. Aber mit einer Toss werde ich keinen töten. Oh, das könnte richtig interessant werden, wenn das tried. Oh, da versuche ich das. Oh, hat eine schöne Vierer-Rig gefunden. Damit werde ich niemals töten, was. Ja, ich versuche dann, hier sollte auch ein bisschen Muni sein. VSK. Nerly Fool. Mit. Das ist VSS-Kaliber, die neue Waffe. Schon eher was. Hat die schon jemand ausprobiert? Die geht richtig steil, allerdings nur 20er Max. Aber unglaublich brutal. Damit kann man eher arbeiten. Nate, das knallt sich die Vaseline rein. Das ist halt gefährlich darüber. Ich hab eigentlich, ich hasse das hier eigentlich rüber zu rennen, wenn ich ehrlich bin. Von außen ist es halt, ja. Ich genau der gleiche Fels. Wo will er hin jetzt? Zum Feuerwehrauto eventuell? Keine Ausdauer mehr fürs Wolken. Was sagst du? Weil dir fehlt noch ein Stim. Oder hast du den auch? Ne, hab ich nicht. Okay. Solltest du aber oben zweite finden. All Steps. Ich glaube, ein Player hier. Oh, ich glaube, Action Man hält das gleich. Und den hat er down! Stark. Schön. Ein Dogtech hat er bisher rausgebracht. Alles gelootet. Da ist die Tür offen, die ist normalerweise zu. Das heißt, die Taschen werden wahrscheinlich auch gelootet sein. Oh, Survival Kit, nice. Ich denke mal, der Boy hat das alles. Mal gucken, ob der da was findet. Ah, schöner Kill. Schön durchgezogen. Und Quadix sieht er auch noch ein. Was ist nur ein Skeff? Das ist legit einfach nur ein Bot. Schön, Level 18 hat er weggemacht. Feuerwehrleiter nicht vergessen, damit du noch einmal ins Resort reingehst. Und da ist der zweite Propital. Zwei Stims hat er. Feuerwehrwagen draußen. Ist im richtigen Wing. Muss mit den Stims extracten, könnte er sich safen. Ich hab das doch gemacht, oder nicht? Ich bin doch über den Feuerwehrleiter. Natürlich, davor bin ich schon über den Feuerwehrleiter. Die Feuerleiter, aber nicht die Feuerwehrleiter. Er könnte sich die Stims so, in die Pouch packen. Jetzt weiß ich, welche Feuerwehrleiter du meinst. Kein Problem, Hermano. Wir sind Ausländer. Ah, nee, er muss damit extracten, okay. Ist es egal. Das war gut. Auch findet er noch einigen Medic-Stuff. So, könnte seine 7 Medics zusammen haben. Quadix mit dem Kill hier. An dem nächsten Scav. Aber overall sehr wenig PvP-Action, also wirklich ultra wenig. Hat eigentlich jeder die gleiche oder jeder unterschiedliche? Bingo-Karten hat jeder dieselbe. Sonst wäre es ja ultra unfair. Auch wenn das normalerweise beim Bingo nicht so ist.
Action per Round. Aber für dieses Format schon. Also muss in einer Runde passieren. Ja, das Ding ist, der wird schon sehr wahrscheinlich dead sein. Gute Animation diese. So, jetzt einmal ins Resort rein. Nice. So, kann ich wieder raus. So. Das wäre ja total random, Black Rose. Dann hätten ja gar nicht alle dieselben Voraussetzungen. Dann kann ja einer quasi fünf super leichte. Oh, eine super leichte Reihe haben und ein anderer eine Katastrophenreihe. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Würdest du schaffen, wenn du den einen Headshot gegeben hast? Aber ich habe halt gegessen, getrunken, Feuerwehrleiter. Ich glaube, Quadex auf dem Weg zum Exit gleich. Nathas auch. Generic scheint wohl so, als wäre er die ganze Zeit draußen gewesen. Und Nathas auf jeden Fall einige Sachen wieder zum Abhaken, wenn er hier rauskommt. Scheiße, was mache ich? Wann hatten wir gestern das erste Bingo? Nach 1,5 Stunden, glaube ich, ne? Weiß ich nicht mehr so genau. Hat jemand noch die Zeit von gestern im Kopf? 40 Kilo, shit. Hätte ich doch noch sein Padiamo mitgenommen. Gab der mit. Aber ich habe aber eine Idee. Ich hoffe, da vorne sind Skeffs. Natürlich, lass uns erstmal rauskommen, ne? Ich glaube, er will auf die Dehydrationskills gehen. Wenn er jetzt noch eine Idee hat. So, nach circa 2 Stunden, okay. Eye Optics. Ja, ich glaube, Acid hatte gestern dann irgendwie nur noch 2 Aufgaben, aber er hat keine PMC-Kills mehr gemacht. Auto war nicht mehr da, Intelligence war nicht mehr da. Und da kommen die Shots auf Nathas! Oh, er weicht aus zwischen den Bäumen. Super schnell reagiert. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Hinter ihm. Nice. Das war close. Ja, jetzt, jetzt jagt er mich aber. Ich weiß halt nicht, von wo der geschossen ist. Hinter mir. Alles durchziehen. Nee, das ist auf dem Weg zu Road to Customs. Will den Kill nicht forcen. Den Fight. Schwester, verfolgt mich nicht. Lauf, 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 lauf. Okay, dehydriert ist er auf jeden Fall nicht. Geht er jetzt safe und direkt zum Exit. Hat auf jeden Fall dann ein paar Aufgaben ausgefüllt. Das Ding ist, in der zweiten Reihe hätte er gleich auch ein Kreuz bei den 2 Stims. Aber die 30 Skeffs, die dauern halt lange. Und bis dahin könnte er halt überholt werden. Mal gucken. Was er jetzt macht und welche Reihe er anstrebt. Oh shit. Da sind noch ein paar Skeffs. Steht im Exit. Muss aufpassen, dass er nicht eventuell aus Versehen rausgeht. Und er ist raus. Klar, Gucci. Er ist raus. Bitte, das ich nutze die Gunst der Stunde, spiele jetzt einmal kurz Werbung und gehe ganz schnell pipi. Ich bin sofort wieder da. Ein bisschen höher geaimt. Ich kann leider nicht mehr sagen. So, steige da. Das war ein Headshot. Let's go. Was war das? 182 Meter. Pow. Also.
Scheiße! Es hätte das Bingo sein können! Bullet One Dream. Nicht heilen. Nicht. Das Doktor ist mir gerade egal, erstmal gesagt. Ehrlich gesagt. Aber ich will auf den Bingo gehen. Und hoffe einfach. Was aus dem Boot da ist. Ja. Ich muss mal ganz kurz das eben wegbinden auf 0 oder so. Nicht, dass ich da gleich aus Versehen drauf drücke. Ach, sorry, ich konnte nicht mehr. Oh, Generics hat Schaden bekommen und was sehe ich da? Der neue Recoil ist einfach insane. Letzten Wipe hätte ich den mit der M4 nicht geholt, auf gar keinen Fall. Er muss einen Kill mit der Packerweste machen oder hat er die gerade an? Voll, einfach voll reinsprayen, dann hast du einen Laser. Ja. Hat er gerade gemacht, das heißt, er hat das erste Bingo oder was? Also, nein, er muss doch überleben! Ja, er muss überleben und hat dann das erste Bingo. Das sieht ein bisschen komisch an. Aber insgesamt. Hat er eine Packe an? Regie? Entschuldigung. Bin leider noch nicht zu 100% wieder fit. Er hat eine an und hat gerade einen PMC-Kill gemacht. Oh, das heißt, Generics könnte. Aber stell die Frage mit den Kilo nicht auf dem Discord, bitte. Und schreib Mod privat an, wenn du das nachfragen willst. Nein, hier wird gar kein privat geschrieben. What the fuck? Turnier-Discord mit Fragen-Channeln, allen Pipapo. Damit es keiner nutzt. Wo ist das Boot offen? Ist leider zu anscheinend. Ja, ist zu. Was hat er vor? Er muss überleben fürs Bingo anscheinend. Aber wo geht er da hin? Weiß er das nicht? Ich glaube, er weiß es nicht. Und sein Mod sagt ihm auch nichts. Ich kann schon raus. BMC-Kill. Wie lange geht die Runde? 5 Minuten? 45, ne? Hey, mit einem PMC-Kill immer. Okay, dann warte ich noch lieber 2 Minuten. Ich glaube, Schorlein geht 45 Minuten, richtig? Ja. Dann warte ich noch eben, bevor ich da hinlaufe. Er weiß das wirklich nicht? Ja, bevor ich gleich, bevor das Boot gleich da ist und ich nicht extracten kann, dann muss ich da entweder liegen oder zurück. Seit diesem Wipe leuchtet gut, hier also grüner Rauch. Grüne Rauchbomben. Ich meine, dass das Zuschauer nicht wissen, alles easy. Aber das wundert mich jetzt doch, weil er auch nach Wipe voll eingestiegen ist. Das komplette Gear nach dem ersten Kill tauschen. Wenn man nachher Ultra Broke ist, eventuell. Quadix mit der nächsten Runde. Ist eigentlich easy. Aber sein Mod scheint es auch nicht zu wissen, interessanterweise. Rock Passage zum Beispiel ist jetzt auch immer offen, aber man braucht dafür Red Rebel Paracord.
Er weiß es wirklich nicht. Also ich finde das, also ich bin da ultra überrascht gerade drüber, dass er das nicht weiß. Moin Meister! Ja, moin Meister. Lol. Und anscheinend schreibt ihm auch keiner im Chat. Keine Ahnung. Spoiler ist zu. Ey, Kalle, mein Bester, was geht ab? Bin aber Hepta, auch, ja, perfekt. Hepta. Ja, was? Ja, das wusste ich nicht. Interesting. Habe ich nicht mit gerechnet. Er lootet jetzt die Aktenschränke. Aber hat er das Dogtag gar nicht mitgenommen? Hat er den... Oh, das könnte eventuell West oder East sein. Es ist East 322, nice. Ja, ich will den könnte er sich West safen? Key, wenn ich hier gerade die Cabinets hab. Strong. Hat er den PMC-Kill gar nicht gelootet? Kill kannst du immer runter, das würde ich nicht so unterschreiben. Nee. Habe ich heute erst gehabt, einen Kill gemacht und auch ran zu. Reicht ein PMC-Kill, den man lootet, nicht mehr aus? Das kannst du nicht mal auf Factory. Bikisi-Buch. Intelligence-Folder, strong. Haben wir ein Intelligence-Ding? Punkt. Pferd und Katze. The way to go. Hey, na. Ja. Moin! Moin, Meister! Aber auch beides nicht drin. Digga, drei Kugeln. Ey. Quadix in der neuen Runde. Oh, bei ihm sieht es in der Diagonalen gut aus. Und in der Senkrechten. Hat er eine Packe an eventuell. Aber Generic sieht auch gut aus, dass er den Raid überlebt. Hätte damit das erste Bingo nach knapp 1,5 Stunden. Schauen wir mal. Son of a... Oh mein Gott, er hat eine Kontaktgranate gefunden. Und man muss mit einer Granate einen Kill machen, egal was für einen. Mit einer Kontaktgranate ist natürlich Bombe. Geht die Treppe hoch. Hä? Wo ist der? Keine Info mehr. Ist der da drin, dann werfen? Weiß ich nicht. Hört sich an, als wäre der hier drin, aber der ist nicht hier drin. Das waren safe Holsteps. Hä? Was? Oder in der Tür. Hat die Granate parat. Geht wieder runter. Walli, runter. Vor ihm! Und der Escape ist down mit der Nate! Strong! Ich wollte. Nice. Er hat gut Glück gehabt, dass er eine Kontaktgranate gefunden hat. Kontaktgranate geht vor. Ich habe ihn gesehen links. Aber ich will gerade nur den Fight aus dem Weg gehen, ehrlich gesagt. Wird Generics die Runde überleben? Das wird auf jeden Fall sehr interessant.
Und den kriegt er auch noch. Oh, jetzt muss ich aber schnell machen. Oh, ich glaube, er will sich nicht healen. Er will sich nicht healen. Zu heilen. Ist. Ja, danach in der Exit jetzt danach. Oh, das wird interesting. Er will keine Medics usen und hat einen Heavy Bleed. Das könnte ihm das Bingo kosten, wenn er jetzt einen Fehler macht. Also geht hier wirklich komplett all in. Der hat eigentlich gutes Gear, der hat auch eine Goon-Bandana auf, aber. Ja, toll. Jetzt ist das Bein auch noch schwarz. Gilt, Painkiller neben auch als Medi. Gerade. Und jetzt used er doch das Grizzly. Hat aber kein CMS bei. Arschloch, ey. Aber ich will den Bingo haben. Scheiß auf das Stock-Tag. Ja, und das ohne Stims auch wieder. Er geht aufs Bingo. Wird er den Raid schaffen? Kurz vorm Tunnel. Und gleich wieder einmal, wenn der Extract ist, nochmal Inventar aufmachen. Und das sieht gut aus. 1,5 Stunden, nicht ganz. Inventar. Achso, East Wing Key. Hat er auch noch mit rausgenommen. Ein West Wing Key braucht er noch. Brauche ich halt gleich noch den anderen. Nice. Sieht sehr gut aus für Generics. 2 Kills gemacht. Hat damit das erste Bingo. Und er freut sich. Schaut euch diese Freude an, Chat. Schnell schreib Bingo da rein. Schnell. Geht, ja. geht um Sekunden. Ich sehe noch kein Bingo auf der Karte. Aber die ersten 6 Bonuspunkte für Generics hier heute Abend. Ne, das ist ein Busdepot. Mal gucken, ob die 30 Scavs geschafft werden. Töte ein Scav mit der Melee-Waffe. Müsste Nate das noch machen. Er müsste da einfach komplett rein. Mit der Melee-Waffe. Dann hätte er ein Bingo. Oh mein Gott. Shit. Macht er doch nicht? Nein, nichts mit Jimmy Zucker. Alter, wenn das jetzt direkt schafft, wäre das so ärgerlich. Um ein paar Minuten einfach verpasst. Da war Generics einfach schneller. Hinterm Baum. Oh, könnte da gut ran? Und da geht er ran. Nate, das versucht den Melee-Kill. Der ist auf der anderen Seite des Zauns. Hättest du das jetzt ernst, Bruder? Warum steht der genau so? Ja, das ist natürlich nicht so geil. Schieß mal auf seinen Fuß, dann bewegt er sich doch. Wie bitte? Schieß auf seinen Fuß, dann bewegt er sich zumindest. Ja, aber meinst du, da bewegt er sich aber doch zu komisch, oder?
Nee, der rennt dann einfach woanders hin. Dann holst du ihn dann von einer anderen Stelle. Ich schieß los, bringt das juckt ihn nicht. Bleib stehen. Lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, der Scav? Komm, das muss ich schaffen. Komm, let's go. Er hat keinen Bock. Jetzt bewegt sich der Scav. Kommt er nicht die... Doch, ich glaube schon, jetzt kommt ja. Er. Oh. Die Chance für Nate, das für den Millikill. Und das zweite Bingo des Abends zu machen. Und vier Bonuspunkte zu kassieren. Und jetzt geht er rein, der Scav schießt zurück. Nate, das versucht, Zirbel ist weg, Heavy Bleeding. Und oh mein Gott, der kriegt richtig Schaden. Und der Scav überlebt das Ding. Wie oft ich draufgehauen hab, Bruder, wie oft. Nee, das geht down! Ein Noob. Wie oft ich draufgehauen hab. Du bist so ein Noob, sagt sein Mod noch. Der wollte sterben. Bro. Der Penner, Mann. Du bist so ein Noob. Auf jeden Fall. Shit. Haut ihm noch sein Mod hinterher. Das gibt's nicht. Ich brech komplett weg. Quarix. Holt hier die Scavs. Hat eine Grafikkarte gefunden. Was kann er machen? Diagonal? Feuerwehrleiter? Packerkill hat er schade, an? Dass die FMJ rausgeschmissen hat. Hätte ich ihn noch finden? Die Munition gedroppt. Oder Schrotflinte found in Raid Kill. Und in Raid Waffenkill. Weltklasse! Unten rechts in der Ecke. Wenn Quadix es jetzt schafft, noch einen PMC-Kill zu machen, über die Feuerleiter ins Resort geht und extracted, bevor Natas seinen Melee-Kill macht, wird er darüber, glaube ich, nicht sehr erfreut sein. Boah, in Westwing reinzukommen ist voll schwer jetzt, ne? Ja, ein bisschen Kletterpartie. Wie viel Muni habe ich in der SKS? Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Ja, ich cool. Dachte ehrlicherweise auch, sein Leben wäre vorbei. Könnte man auf dem PMC wagen. Essen und Trinken hat er auch noch nicht gemacht. Die anderen beiden schon. Alerts sind ab jetzt aus. Danke für den Test und 10 Monate, Belikus geht raus. Danke für den Little Reminder. Während des Bingo-Events sind wie immer die Alerts aus. Ich höre den Motor. Den Motor? Essen und Trinken, West Wing. Ich bin auf dem Dach des West Wing. Ich leg mich hin. Und ich habe nichts zu essen dabei. Doch, ich habe Essen und Trinken. Hier, guck, Essen. Yam, yam, yam. Nice. Die Konfetti in den Pockets, eine Dose.
Lecker, lecker. Okay, das ist Essen, miam, miam, miam. Okay, Essen, miam, miam, miam. Teilaufgabe Saufi, abgeschlossen. Saufi. Und Saufi, Saufi, Wasser. Super gemacht. Morgen scheint die Sonne. Miam, 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 Saufi, Saufi. Aufgabe abgeschlossen. Also es ist auf jeden Fall extrem viel weniger PvP-Action als gestern. Obwohl wir hier die Teilnehmer wirklich über die komplette Map schicken. Generics, da sehen wir jetzt auch das erste Bingo des Abends bei ihm auf der Karte. Danke für den Support, Leute. Und herzlich willkommen an alle neuen Follower. Willkommen in der Pizza Crew. Jeden Abend. Ah, Skev. Oh, will nicht. Ne, hat nicht so Bock. Ja, fast. Hat er. Ganz souverän. Jeden Abend bis zum Ende der Woche gibt's hier ab 18 Uhr das dicke Bingo-Event. Alle Teilnehmer haben Drops aktiviert. Eine dumme Frage. Und ich habe auch jeden Tag Drops ab 12 Uhr. Könnte ich jetzt... Kommt gerne rein und genießt die Show. Das hier alles von dem Dude hier nehmen. Also ich erzähl das mal. Könnte ich jetzt alles nehmen? Also meins alles droppen, das hier alles nehmen, damit einen PMC-Kill machen und es dann wieder meinen Sachen anzuziehen? Klar, why not? Hauptsache er tauscht das Gear und macht dann den Kill. Was er danach macht, ist ja egal. Er muss halt nur überleben, wa? Ja, du musst den Raid auf jeden Fall überleben, ja. Aber es müsste gehen, ja. Oh, da kommt was. Schrotflintenkill, found in Raid. Waffe. Kann er da zaubern? Und zwei Aufgaben auf einmal lösen. Ist es ein PMC? Or not? Und geht gerne ins Giveaway rein. Jeden Tag Giveaways, Chat. Immer rein. Tauscht alles einmal durch. Wenn er es jetzt schafft, mit der Schrotflinte einen Kill zu machen, wäre super. Strong. Hat sein Gear mit dem ersten Kill gewechselt. Komplett. Und da kommt der PMC. Schafft er drei Aufgaben gleichzeitig hier zu lösen? Nein, schafft er nicht. Er war kurz davor zu schaffen. Töte einen PMC mit einer Schrotflinte, mit einer Found-and-Raid-Waffe. Und ein PMC-Kill, nachdem sein komplettes Gearset getauscht wurde. High Risk, High Reward. Hat leider nicht so funktioniert, wie er es machen wollte. Schade, schade. War gut gedacht. Und bei Quadix kommt ein Gegner über den Flur. Ist unter ihm. Oder über ihm. Das weiß man im Resort nie so genau. Versucht er den Kill mit einer Fountain-Raid-Waffe mit der SKS. Aber er gibt nur einen Schuss ab und geht danach zu Boden und ist wieder zurück im Stash. Bingo Dix TTV. Was hat er da gemacht? Er hat einen Schuss nur abgegeben. Oh, 50 BMG Slug. Der Gegner hat die Aufgabe geschafft, töte ein PMC mit der Schrotflinte. Bitter, 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 bitter. Bitter, bitter. Sieht jetzt auch nicht so erfreut aus. Dann gib mir mal in die Farm. Hätte ich gewusst, dass es... Davor hätte ich echt den einen Skeff am liebsten gekillt, nicht mit der Nate. Diesen einen Skeff, davor hätte ich echt am liebsten mit der Miele gekillt, nicht mit der Nate. Aber der Nate, das in der neuen Runde braucht den Melee-Kill fürs Bingo. Okay,
mal die Jacken gelesen. Ja, da kommt der Call von seinem Mod. Ein West Wing, ein East Wing Key. Pferdefigur brauchst du auch. Katzenfigur. Katzenfigur habe ich schon. Hast du schon? Gut, dann brauchst du jetzt nur die Pferdefigur. A Bird Oil, lila Gegenstand. Geht wieder mit einer Packer rein. Aber ist doch schwierig. Denn er kriegt nichts anderes. AVS ist schon verzockt. Auch ein lila Gegenstand. Und saved er sich. Morgen habe ich wieder einen Standard-Key für euch. Und am Sonntag, am letzten Tag, haue ich sogar eine EOD-Version raus. Hat mir Battlestate Games zur Verfügung gestellt. Das zählt wahrscheinlich, das ist ja auch ein lila Item. Das ist auch ein lila Item. Absolut. Sogar doppel-lila. Aber nur einmal lila zählt. Wenn du jetzt nicht anfängst, ich zu sagen, ich bin Farbenblind, dann passt. Such dir das haben wir Mod-Check? Mod-Check haben wir, ne? Können wir einen Screenshot der Bingo-Karte der Teilnehmer im Discord haben unter Bilder? Ginge dies? Guter Call. Oh, steppt da was? Die Tür ist offen, muss aufpassen. Nee. Definitiv nicht. Geht da jetzt rein? Checkt alle Räume durch. Ein Melee-Kill an einem Scavbraucher. Und da ist schon Blut an der Wand oben. Nichts. Da liegt schon einer dead. Sieht aus wie ein Scav. Ist da noch ein Gegner drin, ist die Frage. Oh, das ist ein PMC. Kann sich schön die Rüstung tauschen. Macht er aber nicht. Braucht er wohl nicht. Habe ich hier einmal Mod-Check, bitte? Einmal die Streamer-Bingo-Karte bei mir im Discord unter Bilder posten. Oder so. Perfekt, Leute. Ausrufezeichen Bingo-Karte. Da könnt ihr euch die Bingo-Karte der Teilnehmer durchlesen. Wenn ihr sie nicht so gut erkennt. Guter Call, danke. Besten Mods EOS. Kuss geht out. Ich hab einen Waffen. Behalten wir die nächsten Tage so bei. Wenn ich einen Minikill machen kann, ich deren Stuff nehmen. Eins musst du noch aktualisieren. Minikill musst du noch bei dir noch mit einbauen. Ja. Wieder auf dem Weg zum Busdepot. Da hat der Melee-Kill gerade nicht so gut funktioniert. Wie sieht's bei Quadix aus? Würde mich interessieren. Zwecks Bingo. Könnt ihr ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen werden? Quadix schon wieder drin ist, aber hier scheint gar kein Skeff zu sein. Kein Skeff am Start.
bewegt sich Richtung West Wing. Und wechsel zu Generics. Boah, hat die das im Hochofen gemacht, ey? Lörfunde. Auf was konzentriert er sich jetzt? Um noch Punkte zu machen. Nochmal alle ganz kurz hier Ausrufezeichen Tackle, wenn ihr 14 Punkte hat er gerade overall. Das wird nach dem Event hier, also nach dem Bingo-Event gezogen. Geil, dickes Giveaway bei Generics im Chat, Leute. Ausrufezeichen Tag 2 rüber. Nicht nur nett, sondern ein Muss. Da gibt's was umsonst. Immer rein. Macht er noch die Scavs? Oh, schön geholt. Mit Ironside. Und jetzt den dritten. Den kriegt er leider nicht. Oh, der letzte Schuss nice. Über die Sink. So, das war mein erster Kill da. Den muss ich mal im angucken. Den nicht am ersten Kill, ne? Oder? Doch. Der erste Kill, sorry. Ja, sorry. Will das Gear wechseln? Will er das machen? Krass. Dass er wirklich sich die schwerste Aufgabe rauspickt und nicht eine der einfachen. So mit 50 Kilo oder... Oh, macht er das wirklich mit der Pistole? Oh, vernünftige Rüstung, ne? Ja, vernünftige Rüstung hat er. Nimmt die Pistole mit. Und da kommt was. Und da springt was. Und da geht er down. Ach, come on, Digga. Und da geht er down. Und kann vielleicht dabei noch ein bisschen Sieg zurück machen, zu knows. Quadix in der neuen Runde. Scav Island. Scavs werden ultra schwer. Ja, für die 30 Scavs muss man natürlich von Anfang an einen Fokus drauf haben. Aber ist nicht unmöglich. Hallo. Ah, kein Viererback. Ein O-Scope. Ja, die Feuerleiter und der Packerkill fehlt ihm für ein Bingo. Mal gucken, ob Nate das vorher seinen Melee-Kill macht. Da wäre ich gerne bei auf jeden Fall. Ja, mich wundert's, dass Generics unbedingt auf Stinks geht. Auf den Gearwechsel. Bei Nate das läuft ein Scav. Und jetzt die nächste Chance mit der Axt. Sie ist draußen. MP5 zurück in der Hand. Gegen das Seiger ist halt das strong. Ein paar Mal schießen lassen, bis er nachlädt und dann drauf. Da wird sich noch abgesprochen. Wo ist der Scaffin? Ist mittlerweile rausgegangen. Wird erst versuchen. Nochmal. Mit der Axt, da steht der Scav. Ist mit dem Rücken zu ihm. Das wird wieder lustig. Das wird ziemlich lustig. Ich mach mal ein bisschen lauter. Schießt auch nicht, ne? Der Scav schießt doch einfach gar nicht. Auf die Beine.
zeig mal Mittelfinger einfach. Und der Skiff läuft weg. Noch schießt er, jetzt schießt er, drei Schüsse. Axt wird rausgeholt. Noch ein Shot. Ein Schuss hast du noch. Fünfer Magazin. Gott, wie viele? Und er versucht, der Skeff lädt nach, jetzt die Chance mit der Axt und da ist der Skeff down! Let's go! Ha, die ist Barbie-Schien. So, Schwechsel auf jeden Fall. Strong. Kein Kopf. Was? Und das zweite Bingo, wenn er es abkreuzt. Bitte kreuz es ab, damit wir sehen, dass es das zweite Bingo ist hier heute. Bingo! Bingo! Jetzt kommt Nachricht. Nitas, du hast keine Punkte erzielt. Witzig. Achso, ich habe auf jeden Fall eine Feind. Stark, vier Bonuspunkte. Ja, unter anderem. Unter anderem. Vier Bonuspunkte. Ich habe auf jeden Fall auch deren Armor und so genommen. Auf sein Konto. War nix an der Stash. Er hatte wirklich stark angefangen, aber irgendwie dann so ein bisschen den Fokus auf seine Aufgaben verloren gefühlt. Ich auch mal eine Cameron-Kill machen. Wahrscheinlich mit der mache ich eher einen. Das Schwierige und Gefährliche ist einfach die Haltbarkeit. Wenn ich wieder eine Malfunction wie eben bekomme, bin ich halt wieder gebumst. Das ist ein PMC. Das ist ein PMC. Und den hat er. Hat eine Malfunction. Mit dem letzten Shot hat er ihn geholt. Und er sagt's noch, wenn ich jetzt wieder eine bekomme. Nimmt er sich noch das Dogtag? Das waren zwei Kills. Fountain Raid Waffe. Ist das eine Fountain Raid Waffe? Noch jemand. Ist das eine Fountain Raid Waffe, die er da hat? Ich bin mir relativ sicher, dass ich keine 8 Kills mehr hinbekomme. Das ist zu risky, da ist noch einer. 8 Dogtags braucht er. Ja, hier. Hier, siehst du 3 gedrückt. Fountain Raid. Oh ja, nice. Ich hab die Waffe nicht. Schön. Und Shots vor ihm. Oh, muss aufpassen. Auf dem Felsen. Er sieht's, glaube ich, nicht richtig. Weiß noch nicht genau, wo der Gegner schießt. Alles raus, was er hat. Stomach Black, Arm Black. 2 Small Bleeds. Quadex im Rückwärtsgang. Ein Kill mit einer Found and Raid Waffe hat er. Schrotflinte fehlt noch. Propital rein. Bekommt er noch sein Bingo hin und kann sich 2 Bonuspunkte mitnehmen. Das ist hier die Frage. Aber erstmal liegt hier die Priorität aufs Healing. Und Nathas und Generics haben hier wirklich dasselbe Bingo. Und Quadix schlägt einen anderen Weg ein, wie es scheint. Achso, ich wollte wegen Dings gucken. Mach mir den Bauch nicht, weil ich einfach durchziehe. Mach den Bob Marley. Auf dem Weg zu Pass to Lighthouse, glaube ich. Ja, jetzt brauch ich aber wir haben gestern gesehen. Jetzt kann ich hier wechseln. Auch wenn man das Bingo erst als zweites macht, kann man noch Punktegleichstand herbeiführen. Und wenn man jetzt den Fokus ja, auf die richtigen Aufgaben legt, kann man noch irgendwo einige Punkte hier mitnehmen heute Abend.
Hat mich auch fast bekommen. Dankeschön, Mann. Schön, dass ich Spaß habe. Es ist halt nicht ganz so actionreich wie gestern. Aber die Karte ist natürlich auch ziemlich groß. Ich bin gespannt auch, wie die nächsten Tage werden. Ich denke, von den Aufgaben her passt das heute auch wieder. Also wir schreiben die Aufgaben und die Karten machen wir dann per Zufallsgenerator. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Hat heute wieder gepasst und Nathas ist dehydriert. Wo sind die Skets, wenn man sie im Resort braucht? Also wir versuchen natürlich auch alle hier über die komplette Map zu scheuchen mit Pferde- und Katzenfiguren auf die Tresore am Pier, am Cottage. Natürlich ins Resort, West East Wing, ne, ist natürlich so ein Kernding der Map. Dann die Shooting Range im neuen Gebiet. Hat leider keine Gegner angelockt. Holt er den zweiten Scav. Und ich glaube, er braucht noch einen. Noch einen. Das ist ja sehr stark. Noch einen. Und bekommt für die Aufgabe dann natürlich, wenn sie abgeschlossen ist, auch einen Punkt. Sniper-Scavs in einer Runde. Die Sniper-Scavs, dass man da zu beiden zum Felsen oder zum E-Werk muss. Versuchen hier echt alles mitzunehmen. Oh, bei Generics wieder Kontakt. Switch den Waffenmodus auf Autofeuer. Und man hört wieder nichts. Springt einmal rüber hier. Vaseline. Man hat dich selbst gerade noch gehört und jetzt wieder Sense. Wird das der nächste sein, der spurlos verschwindet? Da laufen einige an der Straße. Ja, das müssen PMCs sein. Safe. Generics legt sich hin. Und den hat er geholt bei One-Tap. Kriegt er den zweiten auch noch? Kriegt er auch noch. Nice. Aber da war doch einer so close vor ihm, dass man die Steps gehört hat. Waren das die beiden? Die kamen doch auf ihn zu. Oder in dem Fall dreifach. Was abkreuzen? Ist dehydriert. Zwei PMCs. Strong und die wollten, no way! Die wollten Fishing Gear machen. Das ist aber so safe wie das Omen in der Kirche. Und er tauscht sein Gear mit dem der Gegner. Also das ist, finde ich, mit die schwierigste Aufgabe von allen. Aber auf die hat er anscheinend Bock. Die Items müssen lila sein, also müssen vorne red sein, oder? Nee. Ah, strong. Hat er gut gesehen. Bring 15 Liter Gegenstände raus. Geht doch nicht. Ist dehydriert und kriegt Schaden jetzt. Sehr schön geholt. Kann er vielleicht sogar noch die Dogtags schaffen? Ich glaube, ein paar Dogtags hat er schon rausgeholt. Nathas. Immer noch dehydriert und ein Airdrop. Es gibt nämlich auch eine Aufgabe, haben wir gestern gar nicht gehört, das Flugzeug. Aber eine Aufgabe ist es, einen Gegenstand aus dem Airdrop zu looten und auch zu überleben. Ist irgendwo am Tunnel, Richtung Tunnel. Wäre die Chance und muss aufpassen von den Sniper-Scavs unten. Oder den Bunker-Scavs. So, hab den letzten. Richter. Und damit drei Scavs
dehydriert. Gönnt sich noch einen vierten. Stark! Nate, das macht dir gut Punkte. Geht er noch zum Airdrop oder nicht? Ja, dehydriere ja schon. Ich wollte gerade was trinken. Ich wollte es nur noch mal sehen, damit ich den Clip mache. Das sieht man gut. Kann ich trinken, ja? Jupp. Ich hab schon. Ja, ich klippe jetzt. Oh, bin ich jetzt gespannt, ob er zum Airdrop geht und sich den Punkt gönnt. Boah, ich meine, Airdrops sind halt giga selten. Wer an sich, wenn er schafft, da hinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite er gespawnt ist, ob er am Tunnel dann raus kann. Wäre das ein guter Punkt, den andere auf jeden Fall nicht so schnell machen können. Nee, weil das ist halt auch so ein Ding. Welche Aufgaben erledigt man, die vielleicht die anderen nicht so leicht erledigen können? Und da gehört der Airdrop auf jeden Fall zu. Weil unterm Strich muss man die Aufgaben erledigen, um natürlich irgendwie auch einen gewissen Vorsprung zu bekommen, den die anderen nicht so leicht machen können. Deshalb natürlich auch Lob an Generics, dass er das versucht, mit dem Gear Change den Kill herbeizuführen. Weil das ist auf jeden Fall mit die schwerste Aufgabe. Ich brauche unbedingt was zu trinken nochmal, Chat. Mal gucken, ob er sie innerhalb der nächsten Stunde hier schafft. Denn zwei Stunden sind um und die letzte Stunde bricht an. Hier im Daily Bingo Event. Daily Team Bingo Event, muss man dazu sagen. Denn alle drei Teilnehmer heute Abend treten an für Ausrufezeichen Team Vasili, Ausrufezeichen Team Meier, Ausrufezeichen Team Twisted TV, wenn ihr sehen wollt, wer hier zu wem gehört. Und abgerechnet wird dieses Mal nicht am Strand, sondern am Sonntag, am letzten Tag des Bingo-Events. Und da gibt es das letzte Mal die Möglichkeit für euch, eine EOD-Version hier bei mir als Giveaway zu gewinnen. Also sorgt dafür, dass ihr hier den Teilnehmern hart reinfolgt für maximalen Support, denn die müssen hier diese Aufgaben erfüllen, nicht wir. Würde mich sehr freuen, Ausrufezeichen Tag 2, da findet ihr die Links. Und Fedora, unsere Chatfee, postet auch fleißig hier immer die Links rein. Regelmäßig. Und Generics. Da geht ein Scav down. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Denn ab Montag wird keine EOD-Version mehr zu erwerben sein. Sampir, war er schon an den Tresoren? Geht er zu den Tresoren? Wie viel Kilo sehen wir nicht? Eigentlich auch eine relativ einfache Aufgabe, mit über 50 Kilo zu extracten. Gerade wenn man ein paar Waffen findet, vielleicht auch einen schweren Gegenstand und sich alles komplett voll macht in einem großen Rucksack. Nee, das geht hier weiter auf die Scavs. Können wir später auch gut sehen. Nimmt noch einen lila Gegenstand mit den Rucksack. In der Endstatistik overall, wie viele Scavs hier gemacht wurden, ist halt der Vorteil von den frischen Accounts. Da muss man nicht unbedingt mitzählen. Außer der Teilnehmer will das so, wenn der Mod das macht. Aber man kann einfach in der Statistik halt nachgucken, da das frische Accounts sind. Sieht man dann, wie viele Scav-Kills gemacht wurden. Ich hab einen Sniper-Scav hier gerade gehabt. Oh Mann, aber schade, auf den. Meinst du, hier oben ist noch einer? Und auf dem Felsen hinterm Resort waren, glaube ich, auch keine, eben wo er war. Hey, ich komme nicht hoch. Du bist ein. Oh, natürlich, das wäre auch strong, Nicole. Shit, hier oben ist einfach alles zum Extract schleppen und dann rausgehen. Geht natürlich auch, klar. Hauptsache mit 50 Kilo raus. Oder über 50 Kilo.
Generics oberhalb am... an den Felsen hier im nächsten Fight. Und oh, schade, da ist das Magazin leer. Hat alles da in den Thorax oder Stomach gehauen. Muss aufpassen. Der Gegner hat eine Bolt-Action-Rifle und der kann sich nicht durchsetzen. Bitter, bitter, bitter. Da hätte er, glaube ich, den Kill gemacht mit dem Gear-Change. Es will nicht gelingen. Also er trifft, er wechselt das Gear in den ganzen Runden, trifft auf den PMC und zieht leider den kürzeren. Sehr, sehr, sehr schade. Aber Hut ab für die Versuche. Dass er es hier überhaupt probiert, das ist so eine schwierige Aufgabe. Aber es fruchtet leider nicht. Ich würde auch nochmal Sniper Scav abchecken, wenn du möchtest. Oder direkt wieder raus, dank PTL. Ach, der war gut diesen. Man muss aber surviven. Run-Through zählt nicht. Hallo, Acid. Richtung Tunnel. Was geht ab? Oder einfach einen 5er-Kill machen und alle looten. Der war auf der war locker Tunnelseite. Du würdest sogar hier auf der Straße wahrscheinlich stehen, wenn du entlang läufst. Jetzt habe ich eigentlich für einen Ausgang. Ja, Pepto Lighthouse kennt ich auch später raus. Es ist aber jetzt halt die Frage, wenn der natürlich jetzt da ist, der Extractor bestimmt direkt User. Boot hat auch noch keiner genommen, glaube ich. Das ist ein Punkt. Generics hat es einmal, ich sag mal, versucht. Aber wäre eigentlich auch ein easy Punkt. Ich würde den schon gerne mitnehmen. Ich würde die Runde echt komplett auskosten. Naja, das ist zu, klar. Das ist zu gut, dann hast du jetzt schon mal eine Gewissheit. Hier Boot dicht. Und Quadix muss nur noch über die Feuerleiter rein. Und dann hat auch er sein Bingo. Und dann haben wirklich auch alle drei dasselbe. Oder er zückt jetzt die Schrotflinte und mäht einen nieder. Das geht auch noch. Quadix hält sich hier alle Optionen offen. Ganz wild unterwegs auf seiner Karte. Ladadi. Also verstehe ich das richtig. Wenn ein Satz haben alle schon Bingo schon so anfällt. Fertig und ich bin quasi so oder so letzter Bingo. Aber dann zwei Bonuspunkte. Ist eigentlich scheißegal und dann sollte ich nicht direkt extracten, oder nicht? Zwei Punkte ist auch ein bisschen was. Vielleicht noch auf einen PMC-Kill oder sonst was. Kann man mehrere Bingos haben oder nur einen? Ja, manchmal weiß ich leider nicht, warum ich das alles im Vorfeld nochmal erkläre. Ich glaube, ich muss einfach auch mal eine ordentliche PowerPoint-Präsentation machen für die Zukunft. Ja, aber ich wäre doch noch letzter mit Bingo, oder nicht? Ja, ja, danach noch extra Points. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, jetzt nur für das Bingo rauszugehen, wenn ich dann immer noch letzter bin. Wisst ihr, was ich meine? Ah, das ist auf jeden Fall schon mal sicher, ne? Digga, wie komme ich denn hier hoch? Wir machen demnächst 3 Stunden Event und 3 Stunden vorher Erklärung zum Event. Und wer es dann nicht verstanden hat, Punktabzug während des Events. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Wenn er jetzt extracted, hat er sein Bingo. Wir zum dritten Mal. Also, soll ich jetzt raus oder nicht? Ich bin verwirrt. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Nee, das ist nicht nur Quadix. Nee. Da ist Quadix nicht mal der Schlimmste. Ja, dann schreib mir mal Regeln, mein Freund. Dann schauen wir mal, ja? Kein Problem. Fühlst du dich angesprochen, Acid? Ich meinte, ich habe dich jetzt gar nicht namentlich erwähnt. Es hätte es damit auch gemeint.
Weiß es so wild. Ausweit. Hey, was denn? Ich verstehe nix. Sei nicht immer so. Wenn ich rausgehe, bin ich doch. Bin ich doch eh schon. Also ich bin wirklich verwirrt. Oh, das ist nicht auf ihn getriggert. Ich verstehe jetzt Quadix Verwirrung nicht so genau. Also ich soll jetzt nicht raus. Also dann bin ich immer noch letzter, auch wenn ich Bingo hab. Naja, er hat halt 2 Bonuspunkte. Aber Quadix macht das schon. Das ist Stress immer, sag ich euch. Hi Topsbane. Und hi Belian. Wie viele Minuten hast du noch? Auf was schießt der denn? Hat er den Sniper-Scav? Noch 10 Minuten. 10 Minuten, er macht wirklich. Bis zur letzten Minute hier bleibt er drin. Das ist schwierig. Lauf Richtung Tunnel-Extract. Ich hab keinen Tunnel-Extract, aber. Ich muss Path to Lighthouse da. Wenn wir Path to Lighthouse. Das ist gemacht. Ich muss da hoffen, dass in der nächsten Runde vielleicht den Sniper gibt. Oder du nimmst dir jetzt noch 2-3 Minuten, wartest, ob der hier auftaucht. Nee. Ich denke nicht, dass er auftaucht. Sonst hätte ich schon längst eigentlich auftauchen müssen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da kommt doch kein Sniper-Scav mehr. Nee. Ich komme sofort. Oder Chat, ich würd einfach rausgehen. Weil danach kann ich mich eigentlich gut auf die Sniper-Scav fokussen. Ich habe sogar echt auch einen guten Drop. Einen guten Spawn. Und könnte die halt easy. Also ich glaube bei Nathas, der könnte die 30 Scaps auf jeden Fall auch schaffen. Also gerade die Runde hat er wirklich viele geholt. Mit der Hunter jetzt nochmal. Das ist ein Ananas-Hemd. Acht Minuten bei Nathas auf der Uhr. Von Sanita haben wir wieder nichts gesehen oder gehört. Schade. Ich hätte so Backpack annehmen oder so. Ist ein Trick. Blick. Ja. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Da wird kurz nochmal mit der Hunter eins draufgesetzt. Oh, bei Quadix ist ein Spieler. Und bei Nathas noch Scavs. Also auf jeden Fall eine gute Scav-Runde bei Nathas. Ich habe keine Ahnung, was ich. Vielleicht machen, heißt Sunny auch Nass und nicht Anna. Alex guckt in den Chat, das ist kein gutes Zeichen. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, soll er jetzt rausgehen oder nicht? Der war deep, ne? Ja. Wahrscheinlich ziehen jetzt einige ihre Follows zurück, kann ich verstehen, aber der war es mir wert. Eigentlich hatte ich gedacht, dass Acid den bringt. Quadix mit dem Sniper, Scav Kill. Und einem, was auch immer der da gemacht hat, Kill. Ein Sniper-Scav hat er. Vielleicht noch ein. Ne, das ist rausgegangen. Mal gucken, wie viele Scavs er hat. Mal gucken, wie viele Scavs. Elf Stück.
Sieht gut aus. Halt insgesamt, ja, 11 Skeps. Komm schon, Sniper Skeps noch. Wäre ein guter Punkt auf jeden Fall. Und da liegt noch einer. Und damit hat er beide. Nice. Strong. Wenn er es jetzt noch schafft zum Exit, kriegt er sogar noch Bonuspunkte, 2 Stück. Kann auf jeden Fall hier noch heute einiges rausholen für sein Team. Auch wenn er der Letzte ist, der das Bingo hier heute schafft. Darauf kommen müssen, dass ich zwischendurch mal Factory-Runde mache. Wegen Stims und Leader teilen. Ja, ich glaube, du musst die Scap-Runden auch auf Shoreline machen, oder? Phoenix, das sollst du doch nicht verraten, Mensch. Deshalb trage ich den Kram doch. Was glaubst du, warum ich gerne Pizza Alter, Hawaii esse? Sinn. Ah, jetzt hat's Phoenix verraten, das war's komplett. Oh, bei Generics bewegt sich vorne was. Hat er, glaube ich, nicht gesehen. Da rennt was über die Straße. Jetzt hat er es gesehen. Generics nimmt hier Vollgas. Versucht's mit dem One-Tap. Kriegt die nicht down. Und da kommt auch schon die Countershots, versucht da durch den Busch in Deckung zu gehen und kann da nicht durchsprinten. Muss sein Torx heilen. War Generics auch guter Kandidat für die Dogtags, wenn er die gesaved hat. Hat auch schon einige Kills gemacht. Nice, weil ich den kille. Ich habe wieder keinen Nate mit, weil ich ein Profi bin. Versucht jetzt hier ein bisschen High Ground zu holen und den Gegner zu umlaufen. Die Frage ist, ob er noch an derselben Position ist. Quadix im Fight mit den Scavs. Da läuft noch was. Da läuft doch was! Er sieht's nicht durch den Busch links von ihm. Digga, der hat doch Horn. Hallo. Qualix dehydriert. Nimmt er direkt die 3 Kills mit? Die dehydrierten Kills. Scaff ist down, Arm ist weg. Generics. Man sieht ihm die Anspannung an. Das ist sein angespanntes Gesicht. Gegner direkt vor ihm. Was wird er tun? Erstmal was trinken. Kurz einen Schluck genommen. Und der Gegner kommt vor. Verringert die Distanz und da ist sein Stomach weg. Der Gegner sieht ihn besser als er den Gegner. Heavy Bleeding hat er auch noch. Und der Gegner lebt noch. Generics geht in Deckung. Hat kein Painkiller drin. Geht jetzt runter und läuft seine Gegner rein. Versucht das mit Feuer und dann schafft es. Muss sich ganz schnell gegenhealen. Oh, das wäre fast schief gegangen. Schön gemacht. Kein CMS mit. Ui. Gegen die SVT, die war leer. Und der ist richtig dick unterwegs. Der Boy. Da könnten jetzt 50 Kilo zusammenkommen.
Aber richtig. Leider sehen wir die Gewichtsanzeige nicht bei Generics. Aber das könnte schon passen, wenn er die AKM noch mitnimmt. Ich glaube, er will noch auf die Dehydrationskills gehen. Deshalb trinkt er immer nur kleine Schlückchen. Das Stomach ist weg. So, jetzt hat er den Kill gemacht. Das ist jetzt sein freudiger Gesichtsausdruck. Ich kenne jetzt Generic schon ein bisschen länger und habe ihn schon öfter beobachtet bei Turnieren. Und kann das auseinanderhalten. Qualix gegen die Skeps, muss aufpassen, kriegt er massiv Schaden. Zweiter Arm weg, jetzt mit dem Propital rein. Und macht halt hier auch die Skev-Kills ohne Agua. Dehydriert. Borax noch. Wie viele muss er noch, ist die Frage. Und für ihn wäre es auf jeden Fall von Vorteil, wenn er die Runde überlebt. Damit er sein Bingo abgeschlossen hat, die zwei Bonuspunkte sicher hat und der Skeff ist down. Fertig. Da kommt der Call, Aufgabe fertig. Muss er dafür überleben, guck ich mal gerade. Muss er nicht, kann er so abkreuzen. Den Punkt hat er sicher. Checkt er noch Katze und Pferd. Ach stimmt, ich muss ja jetzt nicht mehr dehydriert sein, ne? Oh, ein Löwen findet er. Irgendwas von Löwen? Nö. Ich kann ja jetzt trinken. Ich hab dich drei Kills schon. Kann er jetzt trinken? Ich bin dehydriert, aber hab noch Wasser, okay. Oh, vielleicht schafft es Generics auch noch zum Pierboat. Also wirklich sehr, sehr mutig, dass er das hier versucht. Wie viel Kilogramm hat er, ist jetzt die Frage. Haben wir da eine Info? Und wenn nicht, dass da irgendwie Schmerzbindel ist. Wenn er dann noch schafft, jetzt mit Pierboat zu extracten, wenn offen ist, kann man, glaube ich, von hier vorne schon sehen. Vielen, vielen Dank für den Tier 3 Sub, Schwababui. Danke für den Support, Leute. Die Alerts sind alle aus. Darf ich mir jetzt vielen Dank. Mit welcher Waffe ich den nächsten PMC kille? Weil ich weiß ja erst gar nicht. Ja. Ich weiß ja gar nicht, welcher seine war. Das weiß keiner. Er macht mich fertig heute, ohne Scheiß. Danke, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier beim Bingo-Event mit Tag Nummer 2. 5 Tage haben wir noch vor uns. Wenn er einen PMC-Kill jetzt noch schafft mit dem Loadout, kriegt er noch einen extra Punkt. Noch sehe ich da keinen Rauch. Oh. Hier in dem Skeff ist jetzt ein CMS drin. Rauch ist offen. Oh, geil. Boot ist offen, Rauch ist da. Geht er hier vielleicht noch an die Saves? Er hat halt keinen Painkiller, kein gar nichts. Generics legt hier wirklich ein sehr gutes Tempo vor mit seiner Bingo-Karte. Keine 40 Minuten mehr zu spielen. Natas. Wie viele lila Items war das? Zwei nur noch, ne? Noch zwei. 13 hast du gehabt. Oh, Strong hat gleich die lila Items fertig. Das wird er wohl schaffen in den letzten
in der letzten Zeit, die ihm hier noch bleibt, ein Propital gefunden. K-Bet nimmt er nicht mit für die 50 Kilo. Wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage. In der Stunde ist es halt ja, ein bisschen knapp. Versucht noch auf die Keys zu gehen. Ich glaube, auch da hat Generics schon einen draußen. Wenn nicht, kannst du Sinetas aka Noob machen demnächst bei Skill-Turnieren. Ändere dich doch, trag dich doch als Noob ein. Da weiß jeder, was, wer gemeint ist. Hey, witzig sind sie. Nee, das Mod macht ihn einfach die ganze Zeit fertig wegen dem Kill. Witzig, ne? Wegen dem Tod mit während des Melee-Kills. Bitte Volt-Animation. Das ist Motivation hier im Team. Ich glaube, er will die Keys noch. Ja, scheiße. Looten und Quadix immer noch in der Runde. Immer noch. Oh, bitte Car Battery. Nein. Oh, Pisili Mask ist strong. Lila. Und holt ja auch einige Skeff in seiner Runde weg hier. Da lebt auch immer noch was. Oh, sehen wir bei ihm vielleicht die Kiloanzahl? Muss ich gleich mal drauf achten. Ich glaube, Quadix ist sich immer noch unschlüssig, ob er jetzt rausgehen soll oder nicht, ja. 42 Kilo. Ah, den Löwen hat er schon mal, ne? Er bräuchte noch eine dicke Weste und eine Rig muss er halt irgendwie voll machen und mitnehmen. Schrotflintenmunition auch immer gut. 47 Kilo. Das sieht gut aus bei Quadix. Wenn er noch eine kleine Weste findet, die noch vollpackt und irgendwie reinballert. Also nochmal Steps. Den nimmt er noch mit. Schrotflintenmunition ist halt auch ultra... gut, gewichtstechnisch. Nein, hat er doch nicht. Rucksack in Rucksack kann er noch machen. Kommt er vielleicht noch nicht so drauf. Und Generics ist hier kurz davor, aus der Runde rauszuhumpeln. Okay, da ist Rauch und vorne ist Rauch. Okay, nice. So, für die, die es nicht wissen, das heißt, das Pier Boat ist da und man kann dort extracten. Wurde immer Zeit, dass sie das machen. Ich muss einfach die Lampe wieder zum Leuchten bringen. Hat jetzt auch keine Energie mehr. Oh mein Gott, wenn er da jetzt stirbt. Boah, das wäre krass. Ich weiß nicht, ob ich mir das mit angucken könnte. Aber das sieht gut aus. Den Backpack, 50 Kilo hast du nicht aus. Was? 50 Kilo hast du nicht aus. Nee, hab ich nicht ganz. Oh, schade. Hat keine 50 Kilo. Der Backpack, den ich anhabe, ist vom Gegner. Ich hatte einen Teabag mit reingenommen. Ja, die Boje hätte ich auch gefeiert, muss ich sagen, persönlich, aber so ist auch cool. Starke Macht von Generics und Quadix modelt hier noch ein bisschen und hat 54 Kilo. Strong. Also hat hier wirklich einige Aufgaben abgehakt, wenn er jetzt rauskommt.
Easy. Ich frag mich jetzt halt immer noch, ob er sich fragt, dass er auch den Chat fragt, ob er jetzt rausgehen soll oder nicht wegen dem Bingo, ne? Das ist jetzt halt noch so das Ding. Ja, ich glaube, ich hab ihn, aber das werden wir wohl nie erfahren, denn wir sind wieder bei Nathas. Eine minimale Anzeige irgendwo für Sketchfilm zu machen, dass du kurz aufploppt. Weißt du, was ich meine? Naja, aber das wäre viel zu wert. Krasse Hilfenlinie, ist schon gut so. Ja, für Sketch nur aufploppen. Okay, du hast den. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich den nicht gekillt habe, ja. Wäre zu einfach. Aber ich glaube, weil ich sehe den oben nicht mal laufen. Mich kann er leider nicht fragen. I have no time. Ja, nee, das geht, glaube ich, jetzt auf die 30 Scav-Kills. Und da kommt ich. Oh mein Gott, es wird auf ihn geschossen. Kurz vorm Exit. Mit Easy ist da gar nichts! Schmeiß den Rucksack nicht weg. Hat ein Bleed. Und er croucht da ins Sichtfeld. Da ist der Gegner. Und Quadix jetzt mit dem Schuss auf den Gegner. Kriegt er ihn down oder wird er sterben? Und der Gegner hat, glaube ich, die Beine gebrochen. Pisser, Mann. Oh mein Gott, das ist nicht sein Ernst. Lädt nach. Steht jetzt auf. Gegner unter ihm. Hat immer noch seinen Rucksack an. Jetzt gelegt sich der Gegner hin auf Quadix. Und der Gegner geht down. Aber da ist noch ein zweiter von links. Quadix mit dem Impfire. Versucht einfach nur die Counter-Shot. Und da geht er down. Oh mein Gott, er schafft es nicht. Warte. So, 1, 2, 3. Was hab ich da gerade gesehen? Ach du Heilige. Oh mein Gott. Aber natürlich findet ihr aber erstmal, ne? Also boah, mein Herz. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz klopft gerade. Was hab ich da gesehen? Das ist eine der bittersten Szenen, die ich jemals gesehen hab. Ach du Scheiße. Das gibt's nicht. Er ist wirklich down gegangen. Und hat sein Bingo nicht geschafft. Er ist nicht ganz mit leeren Händen aus dem Raid. Aber was hatten die? Kontaktgranaten, Granatwerfer? Wo kamen die auf einmal her? Alles in den Exit da geballert, auf einmal explodiert alles. Und dass er den einen sogar noch kriegt. Willst du die 5 Kilo machen? Ja. Okay. Ich glaube aber, ich hab den da oben echt gekillt. Nee, das halt lootet sich hier voll für die 50 Kilo. Dann müsste oben dead sein. Moin, das ist oben, moin. Dein Schicksal, ein Wunderschön, grüß dich. Dankeschön, wünsche ich dir auch, mein Lieber. Puh. Und Essie, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Vielen Dank für deinen Support, ey. Kuss. Ich hab die Alerts aber aus, wegen von dir, mein Leben. Das war schrecklich. Wie der ist dead. Der müsste dead sein. Aber da würde ich sagen... Ich darf ja, mein Lieber. Ja. Nicht so viel Action wie gestern. Aber wenn die Action kommt, kickt sie dafür dreifach. Ist das spannend. Ist das spannend. Herzlich willkommen an alle. Was geht? Snaps by Natos. Und wir müssen in die letzte Werbung gehen hier. Tut mir leid, Leute, wir sind sofort wieder da. Ist das wild. Ist das wild. Ich hab mal kurz die Schließfächer noch.
Aber ja. Also, dass hier sowas nochmal passiert heute Abend, damit habe ich echt nicht gerechnet, so nach den ersten anderthalb Stunden. Ich meine, für uns ist das natürlich super. Entertainment pur. Aber teilweise haben wir echt schon bittere Tode gesehen heute Abend. Aber auch geile Kills. Vielleicht ein GP-Coin oder so, maybe. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Nee, das ist auf der Suche nach den lila Items. Kaiser Pinguin, wo ist denn das hier? Wo ist der? Rechts von ihm, Skev. Der rastet komplett aus. Nee, das Arm verloren. Skev, Leben verloren. Das klingt fast in die Hose. Wiegt denn eigentlich mehr? Das wiegt 3,5. Ja. Ah, ne, das will auch auf die 50 Kilo. Da passt aber halt nichts rein. Kann ich einfach so, so ein bisschen einfach. Ah, das sind halt so Schrotmunition, ne? Quadix hat echt den Vorteil durch den Löwen. Danke, Klausi. Nächster Scav down. Hab mal bei Quadix einen Follow gelassen. So lobe ich mir das, Leute. Ausrufezeichen Tag 2. Lasst allen drei Teilnehmern hier heute Abend einen Follow da. Kostet absolut nichts und supportet hier die Teilnehmer immens. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Alle drei haben auch Drops aktiviert. Habt ihr zwei Snipers? Wollt ihr jetzt gleich dahin gucken? Und da ist noch ein Scav. Und Malfunction bei Nathas. Hey, warum kannst du mal Malfunction machen? Oh, noch ein Scav hinter ihm. Ich glaube, bei Nathas sieht richtig gut aus mit den 30 Kills. Die schafft er. Schrotflintenmunition. Wer noch big? Generics lädt wieder in die Runde rein. Dann könnte jetzt vielleicht sogar schon, je nachdem wie lange er drin bleibt, seine letzte werden. Denn allzu lange haben wir hier heute Abend nicht mehr. Aber es ist krass, wie schnell die Zeit umgeht. Ey, es kommt mir so vor, als hätten wir eben erst gestartet. Holy shit. Versuche jetzt Richtung E-Werk zu kommen. Mir gefällt, dass das Wolken so schnell geht. Also ja, das geht schon gut von der Hand. Gerade über so Leitplanken und so ist das Wolken top. Manchmal ist halt ein bisschen clunky das Ganze noch, so an Felsen und so ein Kram mit dem Hochziehen. Aber an sich ist jetzt schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Da gebe ich ihm komplett recht. Nach 3 Stunden ist Disconnect angesagt. Irgendwie nachgespawnt ist, I don't know. Damit wirklich jeder dieselbe Zeit hat, alle dieselben Voraussetzungen. Da wird nichts mehr zu Ende gespielt. Okay. Ja, das Einzige, was wir machen, ist, glaube ich, das und
das Auto nehmen. Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier großartig in 24 Minuten. Also einen zweiten Raid werde ich nicht schaffen. Das Auto nehmen? Soll ich lieber auf die Safe 3 Punkte gehen? Ich glaube, Auto ist gar kein Punkt, ne? Nee. Mit ganz viel Glück könnte ich einen zweiten Raid schaffen. Jetzt gilt's. Was ist denn easy? Also die 50 Kilo sind auf jeden Fall machbar. Gerade vielleicht so kurz vorm Exit, je nachdem, was man halt in Stuff vorher lootet. Einen großen Rucksack, große Rig. Alles vollpacken, wieder einen Rucksack, Rucksack in Rucksack in Rucksack in Rucksack. Bis der Endboss kommt. Loote zwei Stims geht auf jeden Fall. Ja, er kann immer noch sein Bingo machen. Also warum er das nicht macht, verstehe ich nicht. Das bringt ihm halt einfach easy zwei Punkte. Extra. Beziehungsweise drei easy Punkte, ja. Ein Punkt durch die Aufgabe und zwei fürs Bingo. Alle Punkte. Aber das solltest du bei ihm im Chat schreiben, nicht bei mir, Basher. Denn ich glaube, auf mich hört er nicht. Nate, das mit dem Kill. Oder? Generics geht auf die zwei Sniper-Scapes, glaube ich. Die hat er noch nicht. Kann das sein? Oder hat er die schon? Nee, hat er noch nicht. Ja, oben drauf ist einer. Generics. Sniper-Scape da unten sehr stark. Auch eine easy Aufgabe. Ne, das weiter mit den Scapes im Resort beschäftigt. Hat, glaube ich, 41 Kilo. Circa. Und da ist der nächste Scape. Natürlich sehen sie mich auch. Oder ist schon einer reingegangen? Ins Resort. Ja, Aquarix macht die Leiter. Und jetzt muss er extracten. Bin im Resort, hallo, bin weg. Tschüss. Nice gemacht. Aber jetzt ist die Frage, sollte er jetzt rausgehen, weil an sich wäre ja trotzdem der Letzte. Das müsste man jetzt halt einfach nochmal die letzten Minuten tot diskutieren. Ach, ich liebe Quadix. Quadix wirklich auch von Anfang an seit 2020 bei den Turnieren und Events dabei. Könnt ihr euch das vorstellen? Einer, der am längsten dabei ist, von Anfang an. Car Battery, richtig huge. Jetzt kann er irgendeinen Schrott weghauen. Wie Apple Juice zum Beispiel. 50,3 Kilo bei Natas, kann damit rausgehen. Ein lila Item brauchst du noch, ne? Ja. Ein lila Item, vielleicht findet er noch was Kleines. 20 Minuten sind noch. Guck mal, offen in dem oberen offenen Raum. Scheißen und vielleicht noch versuchen, 8 Scaffs irgendwie hinzubekommen oder so. Hätte ich jetzt noch 50 Kilo mitgenommen, hätte ich das niemals geschafft und wäre wahrscheinlich gestorben. Quadix ist absolute Legende. Ich könnte gucken, ob hier ein Sledgehammer oder so ist. Oder eine Car Battery. Sledgehammer ist, glaube ich, gar nicht mehr so schwer wie letzten Wipe, ne? Oder findet er eine Car Cola? Eine Red Cola. Wie lange habe ich noch? Aber Quadix hat unglaublich viele Aufgaben schon gelöst. Also, so weit hinter den anderen ist er jetzt nicht. Je nachdem, was er jetzt in seinen letzten Minuten noch macht. Auto ist da. Fast Reset könnte er versuchen. Ja, der Hammer ist, glaube ich, leichter geworden. Was wird er sich entscheiden? Geht er All-In oder geht er Safe?
Shoreline fängt 45 Minuten an. Ja, ja, ich weiß, ich habe das im Blick. Bei 38, 59 kann ich callen. Nee. Warte, ich kann nicht rechnen. Warte, 5,5 Out Minuten of Shoreline sind vorbei. Im neuen Gebiet. In einer Minute kann ich callen. So Leute, und falls ihr Bock habt, einen geilen Scooby Shaker zu erwerben. Könnt ihr das ausrechnen? Ausrufezeichen Holy. Wir haben nicht nur Energy, sondern auch geile koffeinfreie Eistees und koffeinfreie Hydration Drinks. Mit einem Probepack und dem Code Scooby Shaker kriegt ihr einen Scooby Shaker kostenlos zur Bestellung dabei. Das ist eine Limited Edition. Da sind schon einige hundert weg. Sie verarschen? Danke. Scare vor ihm. Ja. Die Sandsäcke und der Scare sind dead. Macht er Hydration? Dehydration? Hat er das noch nicht? Und Quadix geht safe. Nimmt das Bingo mit. 2 extra Punkte. Insgesamt 3. Mir gefällt, wie du denkst, Heiko. Ich könnte so auf... Warte. Wie viel Kilo hat man mit 1-2 Stärke? 43 Kilo oder 44? Kann mir das jemand circa sagen, so dass ich Ausdauer regle und irgendwas Schweres und... Wisst ihr, was ich meine? So auf Lock? Ich liebe ihn. Wann Holy Ananas Olive? Wenn, dann mache ich schon Holy Ananas Olive und Pizzateig, so. Also Hefe, Mehl. Bingo. Geschmack. Bingo. Boah, ist mega eklig, ja. Noch. Wenn ich es mir aussuchen könnte, Ananas-Zitrone würde ich nehmen. Wenn ich mir einen Flavor aussuchen dürfte, einen Scooby-Flavor, Ananas-Zitrone. Darauf hätte ich, glaube ich, Bock, das mal abzuschmecken. Sniper-Scaff habe ich dir direkt gekillt. Ah, okay. Generic stark. Am Start hier heute Abend. Und da ist ein Zweier-Team. Generics reagiert, kriegt den ersten und kriegt den zweiten. Leider nicht. Aber Zeit ist noch für eine zweite Runde. Zwei Spieler rein. Was ist Zeit das für eine Scheiße, ist noch für eine zweite Runde. Safe. Oh Mann. Bitter, bitter, bitter. Aber du sagst echt, ich soll wirklich... Er hat doch relativ spät reagiert. Die waren schon ein bisschen länger im Bild. Keine Ahnung, wo er da wieder hingeguckt hat. Nicht hier. Du läufst schon bis zur Straße, da wo es... Achso, ja, ja. Okay. Und Natas. Ich da mit der Tasche hin und her springen. Haut die Scavs weg. Und ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass er die 30 Scavs hier macht. Die Punkte für die 30 Scavs. Sehr strong auch mit dem Scav Nate Kill. Ah, der Scav will noch nicht so recht, aber geht dann down. Hey, Bubu, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich halt mit und dann droppe ich einfach weg. Ich habe noch Munition hier. Zack, passt. Und rein. Okay, interesting. Shoreline, zack. Ready. So, er geht Zelt. Voll bepackt in den Raid. Kann er machen? 100, safe. Egal, jetzt habe ich die Scheiß drauf. Das ist wild. Er geht voll bepackt in das den Raid. Wenn er jetzt den Spawn kriegt, Pass to Lighthouse. Ja, drückt mal alle mal die Daumen, dass sie auf. Wäre das ziemlich huge. Er muss doch ein bisschen was looten für die 50 Kilo. Aber Pass to Lighthouse könnte er zeitlich immer noch schaffen. Ja. Müssen dann die Mods hacken, aber 15 Minuten. Mit den 7 Minuten, die er im Raid sein muss, wenn er nichts tötet. Genau, dann mal gucken, Big Brain Quadix, ob sich das auszahlt. Das stimmt, das stimmt. Ist schon ziemlich smart. Aber dafür muss er den Spawn bekommen. Oh, ich hab 50,1 Kilo. Road to Customs ist dann eher schwierig. Aber egal, ich kann doch auf jeden Fall irgendwie... Mal gucken, ob er es schafft. 50,9 Kilo. Aber das, das Gute ist...
Du bist halt richtig schwitzig. Digga, du gibst mir die ganze Zeit Steilvorlagen. Was soll ich machen? Ne? Warum benutzt du die auch? Oh, herrlich, ey. Bingo-Karte ausgedribbelt. So kennt man Quadix. Quapor. Chat, Daumen drücken. Aber alle. Ah, er will mit dem Boot raus. Er will mit dem Boot raus. Plus die 50 Kilo. Ich bin gespannt, was das Overall-Ergebnis sein wird. Oh, und dann natürlich auch die Teampunkte. Durch die hier oben auf dem Felsen droppen. Man hier dann am Ende hoch. Aber weißt du was? Man das hoch. Okay, schaut er erstmal nach. Ich glaube, hier vorne sieht man es schon. Hab ich noch? Jetzt musst du die Tasche hier droppen. Ja, die ist zu. Sieht man, würde man sonst sehen, ne? Von ja, müsste man eigentlich sehen von da schon. Na, geh mal ein bisschen näher, das weißt du nicht. Von da kannst du nicht sehen. Dropp mal deine Tasche irgendwo. Hab ich doch schon. Ist doch okay. Okay. Check jetzt kurz das Boot. Und da sind auch noch Scavs. Lässt er erstmal. Ja, ja. Ja, die ist klar. Nicht offen. Den Punkt kriegt er nicht. Vielleicht schafft das in der nächsten Runde noch. Okay. Road to Customs. Kann er noch schaffen. Shit. Wohin soll ich aber rennen? Hey, Road to Customs ist doch näher. Ja, oder? Ich renne Road to Customs. Road to Customs ist... Oder Railway Bridge könnte ich doch eigentlich auch nehmen, wenn es auf ist. Ja. Ja, wird vielleicht eher schwierig mit der nächsten Runde, bis er jetzt draußen ist. Das ist true. Quadix waiting for players. Generics haben wir jetzt keine Info, was der macht. Ich frage mich gerade, ist bei Railway Bridge nicht eigentlich auch Sniper? Aber schafft die, glaube ich, noch Zeit. Also, wenn du wirklich. Auch waiting for players. Muss hier sein. Ach, Quadix. Punkte, die du jetzt fertig machen würdest, das wäre brutal. Also in einer Runde 5 Punkte einzusacken, Hut ab. Ich muss halt die ganze Zeit hinlegen, ey. Ich renne einfach direkt straight. Ah, so Railway Bridge gucken. Ja, okay, komm, machen wir lieber. Guck mal. So schneller sind wir draußen. Dann einfach disconnecten oder was? Und irgendwie noch versuchen, Sachen zu machen, wo ich nicht extracten muss. Muss ganz kurz was in mein Herzensbuch schreiben. Ach, Scheiße. Generics in der neuen Runde. Am Sumpf. Auf was will er jetzt noch gehen in den letzten 10 Minuten? Kann man noch ein bisschen was machen, keine Frage. Ich glaube, die Sniper-Scavs will er noch mitnehmen. Hey. Guter Server. Bingo Dix betritt den Raid. Oh, fick mich hart. Boah, wir könnten es schaffen.
Wir müssen aber laufen, wie wir noch nie gelaufen sind. Wir müssen quasi einen auf Horace Gump 3.0 machen. Das Ding. Und ich muss hoffen. Oh, scheiße. Ich muss ein bisschen Gewicht runter machen. Das Ding ist halt. Quadix brauche ich gar nicht casten. So, ich kann Quadix einfach laufen lassen. Also, der performt halt einfach selbst. Gut, dass hier niemand unter 18 ist. Weil ich loote mir dann oben dann noch ein bisschen Gewicht. Das ist mein Plan. Wenn er da weiter stehen bleibt, dann geht sein Plan, glaube ich, nicht auf. Weil es wäre gelacht, wenn da keine 5 Kilo liegen. Und ich habe genug Rubel, Gott sei Dank. Doch, doch, er geht zum Auto, er geht zum Auto. Wenn es da ist. Ich weiß halt nicht, wie da die Raid ist von der Karre. Eventuell. Ah, wird aber halt ziemlich knapp, ne, mit Zeit. Bitte sei mal auf hier, wenn jetzt nichts mehr ist, auch so, Scheinwerfer müsste normalerweise an sein. Geht's aber weiter hier hin? Ja, da ist meine Katzenfigur. Ne, doch nicht. Allerspätestens 21 muss ich extract sein. Also quasi, wenn es quasi 21:01 ist, denke ich spätestens vorbei. Aber vielleicht auch ab 21. Ich weiß es nicht ganz genau. Punkt 21 ist Schluss. So, jetzt müssen wir. Oh, ja, wir haben es geschafft. Das ist schon Propan. Easy. Was macht er da? Wieso geht er nicht einfach raus? 49,9, was tut er da? Ja, scheiß drauf. Wieso macht er das? Quadix! Ja, ich weiß. Ich wollte 50,1. Nein, machen. Er weiß es nicht. Ja, ich wollte 50,1 machen, sorry. Oh Gott! Oh mein Gott, Quadix, bitte! Und dann grinst er noch so geil. Ja, ist aber halt. Man kennt. Ey! Oh, kommen die Tränen. Alter, der killt mich komplett jedes Mal dasselbe. Ich weiß nicht, wie oft der schon bei Turnieren bei mir im Intro war von den Highlight-Videos, weil der immer irgendwelche Faxen macht. Holy shit, Leute, Ausrufezeichen Tag 2, lasst hier ein Follow bei allen dreien. Generics. Auf Generics wird geschossen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er es mitgekriegt hat. Ich glaube aber schon. Er will noch die 2 Sniper-Scaps machen. Keine 5 Minuten mehr. Was? Was macht er?
Was ist los? Er will Nate-Kill machen! Das ist eine Blendgranate. Ey, das ist ein Flash. Was ist hier los? Die ist, glaube ich, ein bisschen zu weit, die M67. Die könnte es stark gewesen sein, die zweite. Man hört auf jeden Fall nichts mehr. Nate-Kill und ein Sniper-Kill wäre huge, wenn er jetzt noch die anderen beiden kriegt. Auf dem Felsen. Ist auf jeden Fall strong gedacht mit den Nates. Da muss man nochmal Props rausgeben. Ey, Kalle ist halt einfach wirklich so, ohne Scheiß. Cacktape. Ich glaube, es gibt niemanden in der deutschen Tarkov-Szene, den Quadix nicht kennt. Der Quadix nicht kennt. Das ist insane. Und Natas hat es auch mit über 50 Kilo geschafft. 3,5 Minuten, ich glaube, noch ein Raid wird nichts mehr. Warte mal. GG's. Mein Gewicht. Erstmal zwei Sniper-Scaves, ob du die hast oder ja, nicht. Mann. Da hast du, will so. Ich mal schauen. Sniper-Scave. Ja, ich habe zwei Sniper-Scaves. Okay, warte. Zwei Sniper-Scaves hast du. 30 Scaves, die haben wir auch. Ja. Die lila haben wir auch. 30 Scaves muss man halt in der Statistik gucken. Pferdestatue hast du auch. 50 Kilo extracted auch. Quadix am Exit. Nimmt die 50 Kilo nochmal mit. Five Head. Get easy. Oh, noch das Beste aus ultra viel Pech gemacht. Wirklich noch das Beste aus ultra viel Pech. Yep. Generics. Das war's. Disconnected. Guck mal, ob ich den Sniper-Scaff noch gekriegt hab. Mit der so. Nate. Das war's. Das war's. Meine Mods werden jetzt noch ganz kurz die Punkte zusammenzählen. Wir gucken Sniper-Scave. Mit der Nate. Sehr stark, Hammer. Sehr, also wirklich sehr nice gedacht halt auch, ne? Sehr nice gedacht. Sehr schön. Sehr cool. Hammer. So, meine Mods kümmern sich um den Rest, das gucken, dass alles, keine Ahnung. Dass alle Wobei Punkte ordentlich also. Auch, geklippt worden sind, also mit Nachweis etc. Für Team Meier ist heute Natas angetreten, für Team Vasili Quadix und für Team Two Twisted TV Generics. Und wir sehen, Natas hat insgesamt 15 Aufgaben erfüllt, hatte das zweite Bingo oder als zweites ein Bingo, hat insgesamt 19 Punkte. Für Team Vasili war Quadix am Start, hat insgesamt 13 Aufgaben erfüllt und hatte als letzter sein Bingo, hat 15 Punkte. Und Generics hatte als erster sein Bingo, hat damit 6 Bonuspunkte gekriegt auf seine 11 Aufgaben und hat 17 Punkte insgesamt. Das bedeutet, das Stand jetzt, Team Meier mit 38 Punkten auf Platz 1 ist, Team Vasili mit 34 Punkten auf Platz 2 und Team Two Twisted TV mit 27 Punkten auf Platz 3 nach Tag Nummer 2. Also sehr strong gemacht hier nochmal von Natas als zweiter das Bingo, aber viele einzelne Aufgaben gelöst. Sehr, sehr nice. Ja, insane. Quadix, der eine tot, war krass. Generics hat richtig die Leute geholt. Sehr geil. Da sehen wir nochmal, welche Felder alle ausgefüllt wurden. Ich hier theoretisch Nate das sogar nochmal eine Fünferreihe voll gemacht. Stark. Ey, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir quatschen jetzt einmal kurz mit den Teilnehmern. Wenn meine Mods auch nochmal einen Screenshot davon in unser Discord ballern könnten, wäre sehr nice. Und ich gehe jetzt einmal
Zack. Buenas. Quadix, hallo? Buenas. Quadix. Hallo. Ja, okay, klappt ja diesmal sofort, wa? GG's, Leute. GG's. Wie war's? Boah, das cool. Hat richtig Spaß gemacht, gell? Ja, war gut. Ehrlich. Hat Bock gemacht? Ja, ja, also, ja, ja, auf jeden Fall mal komplett was anderes, ne? War echt richtig geil. Ja, aber richtig gut, fand ich auch. Ja, ich finde das Format auch richtig nice. Schön, das freut mich. Welche Aufgabe fandet ihr so am schwersten? Boah. Also bei mir gab es, was ich am witzigsten fand, das war der Milikel. Ja, das war auf jeden Fall mega wild bei dir. Das, das stimmt, ja. Welche Aufgabe fandet ihr so am schwersten? Ich glaube, also Generics hat auf jeden Fall den Gear-Wechsel versucht die ganze Zeit. Also dafür auf jeden Fall dickes Lob. Zweimal und dann kommt mir so ein Typ entgegen und der hat insgesamt 400 Schaden getankt oder so. Zwei Max GT-Muni. Hab's gesehen, ja. Haben wir gesehen. Quadix, was sagst du? Ja, war wirklich sehr nice. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich mein Bingo nicht in der ersten Stunde geschafft habe. Das war so bitter. Und dann bei 1,5 Stunden hätte ich auch mein Bingo noch haben können. Das war so bitter. Ich habe dann noch gerade so am Ende dann hinbekommen. Aber jetzt so die Frage, hättest du eigentlich in der einen Runde direkt rausgehen sollen? Weil eigentlich hattest du ja das Bingo dann sowieso als letztes, ne? Das haben wir uns jetzt eigentlich 1,5 Stunden gefragt. Ja, im Endeffekt hat es jetzt keinen Unterschied gemacht. Jetzt habe ich genau dasselbe wie in der Runde. Und das Ding ist halt, ja, keine Ahnung, ich wollte halt gewinnen, ne? Ich wollte halt Punkte haben. Nein, alles gut, alles gut. Du hast also halt ungefähr 7 Mal den Chat danach gefragt. Ja, ich weiß nicht. Ich war verwirrt. Ich bin halt verwirrt. Okay. Ich. Okay. Nices Cosplay auf jeden Fall auch an der Stelle. Das freut mich sehr. Danke. Viele Punkte fürs Team habt ihr geholt? Habt ihr gerade mitbekommen, was abging, punktetechnisch? Oder soll ich es euch nochmal vorlesen? Mach mal bitte. Also Generics auf Platz 2 mit 17 Punkten. Damit fürs komplette Team seid ihr gerade bei 27 Punkten. Dann Quadix heute den 3. Platz gemacht mit 15 Punkten. Insgesamt aber Teamwertung auf dem 2. Platz mit 34 Punkte. Und Nathas, der Tagessieger, 19 Punkte geholt und 38 insgesamt für Team Meier.